Hallo, da ist euer Lieblingsblue ja auch schon wieder. Bin ich gerade eigentlich im TS? Ja, bin ich. So, da ist euer Lieblingsblue schon wieder. Und nach einer kleinen Pause, die ich ein bisschen länger gestreckt habe und kurz was erledigt habe, geht es jetzt weiter beim Fun Event mit einem Spiel, das, wofür ich mehr oder minder hier bekannt geworden bin. Und das zu meinem ersten Speedrun gehört, den ich gelernt habe. Nämlich Battle for Bikini Bottom SpongeBob. Und warum ich diesen Run reingebracht habe, obwohl ich dieses Jahr nicht so viel das Spiel gespielt habe, liegt gleich aus zwei Gründen. Das eine ist, wir sehen das auf der Dreamhack ebenfalls wieder, nur in der Randomizer-Fassung. Und zum anderen habe ich diesen Run aktuell bei der ESA in der Submission drinne und bin im Limbo und weiß nicht, ob er reinkommt oder nicht. Aber wenn er reinkommt, sollte ich vielleicht ein bisschen geübt sein. Und ich dachte mir, komm, machen wir doch spontan einfach mal einen Run bei Fun Event, gucken mal wieder ein bisschen. Und ja, ich werde euch jetzt gleich in eine tolle Welt voller Schwämme mitnehmen. Vorab muss ich jetzt gerade eine Kleinigkeit noch vorbereiten, denn ich muss während des Runs meine Speicherkarte rausnehmen. Warum, werde ich dann gleich erklären. Für euch, die gar keine Ahnung haben, was SpongeBob Battle for Bikini Bottom ist, es ist basically, könnt ihr es vorstellen, euch wie Mario 64 nur mit SpongeBob. Jay, danke dir für die 5 Euro Spende. Für Ärzte ohne Grenzen. Sehr, sehr cool. Und hier mal auch von meiner Seite als Jovic-Mitglied super krassen Support, den ihr für etwas, was wir sehr spontan entschieden haben. Ja, dass so viel Support dazu kam, dass wir jetzt einfach 555 Euro schon haben. Ist wirklich cool und kommt ja, wie gesagt, dem guten Zweck. Gut. Ja, SpongeBob Battle for Bikini Bottom. Basically Mario 64, nur mit SpongeBob. Das heißt, ihr werdet ein paar Dinge wieder erkennen, die ihr vielleicht aus diesem Spiel kennt. Und was das genau ist, das werden wir jetzt sehen. Ich werde nämlich jetzt einfach mal meinen Run starten, I guess. Ich starte meine Memory Card, lösche meinen aktuellen Save und sobald ich hier auf Ja drücke, startet auch schon der Timer. Also würde ich sagen, 3, 2, 1, go. Ja, Battle for Bikini Bottom. Die Story davon ist relativ einfach. Plankton hat Mist gebaut und jetzt darf SpongeBob das wieder aufräumen, weil SpongeBob denkt, das ist seine Schuld. Es ist sehr, sehr kompliziert. Ja, auf jeden Fall das Spiel. Basically, was ist unser Ziel? Unser Ziel sind 75 Funbänder zu sammeln. Funbänder sind wie Sterne aus Super Mario 64 dafür da, unser Main Collectible zu sein, als auch uns Welten und Zugänge zu Bereichen zu ermöglichen. Ja, das ist basically unser Goal und wir brauchen 75 davon. Das Geile ist, dadurch, dass das Spiel relativ offen ist, gibt es viele Möglichkeiten, diese 75 zu sammeln. Im Speedrun werden wir das sehr hart abusen durch einige Glitches. Also der Run ist sehr glitch-heavy. Sollte ich heute übrigens ein bisschen vom schweren Begriff sein, liegt das einfach daran, dass ich gerade sehr müde bin. Unser erster Trick, den wir jetzt machen, ist, wir stellen uns jetzt hier hin, lasst uns reinziehen. Ich spamme währenddessen einfach A und habe Taxi-Glitch gleich aktiviert, sobald ich das noch einmal mache. Ich mache nur kurz einen kleinen Umweg. Um mir einen Funwender zu holen. So, nehme ich hier einmal. Ich muss mir gerade mal übrigens hier den Stream pausieren. Es ist weird, dass ich mich selber sehe. Und da haben wir einen Funwender geholt auf dem Haus. Was macht jetzt Taxi-Glitch? Sobald ich jetzt gleich dasselbe nochmal mache, was ich gerade eben gemacht habe, mich nämlich von der Hand reinzuziehen, werdet ihr vielleicht bemerken, dass gleich keine Textbox kommen wird. Was jetzt passiert ist, ist, das Spiel war in einem State, wo es denkt, okay, ich soll dich jetzt ins nächste Gebiet warpen, aber du wirst auch von mir inbounds wieder gezogen. Und das Spiel ist jetzt so, okay, ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Also lösche ich einfach die Hand raus. Und das heißt, wir können jetzt mehr oder minder über die Welt laufen. Und das ist halt schon ziemlich hilfreich. Denn wir können jetzt fast out of bounds laufen. Leider nur fast, weil es gibt noch sogenannte Killzones, die mich wieder inbounds ziehen würden. Aber mit dem kleinen Trick, den ich jetzt machen werde, nämlich einfach hier Pause zu drücken und die Welt zu ändern, während ich gestorben bin, ist das kein Ding mehr. Jetzt ist auch die Killzone einfach deaktiviert. Grund dafür ist, wir sind jetzt gestorben, während wir einen Funwender geholt haben. Und diesen Funwender holt man eigentlich nicht so, wie ich es getan habe. Also ist das Spiel am Speichern. Ich sterbe
Es setzt mich wieder ab und gibt mir die Möglichkeit wieder auf meine Controls, also dass ich jetzt Pausenmenü kann. Und das kann ich ausnutzen, um mich zu warpen. Und jetzt sind wir in einem State, wo das Spiel die ganze Zeit versucht zu saven. Und in diesem State sind einfach alle mehr oder minder Killzones deaktiviert. Das heißt, ich kann jetzt einfach außen rumrennen. Denn die Overworld ist in drei Sektionen aufgeteilt, die man immer mit einem, also sie ist immer mit einem Boss beschränkt. Das heißt, ich muss erst einen Boss machen, dann komme ich in die nächste Sektion. Aber in dem Fall von der ersten zur zweiten Sektion ist es einfach möglich, ja, hinzulaufen, wenn man out of bounds rennen kann. Es gibt mehrere Möglichkeiten, darüber zu kommen. Aber das hier ist die einsteigerfreundlichste Möglichkeit. Deswegen, ich zeige hier auch die Beginner Route. Das ist also der einfache Part. Das kann man eigentlich theoretisch alles lernen. Ja. Wir laufen jetzt halt erstmal ein kleines Stück. Hier passiert jetzt nichts Spannendes. Es ist genau geroutet, wie ich hier hinlaufen muss, weil es genau hier überall Löcher und unsichtbare Wände gibt, in die ich einfach reinfallen könnte oder reinlaufen könnte und stuckt bin. Aber es gibt diesen einen Weg, wenn man den kennt, ja, dann ist das eigentlich ziemlich easy. Und wenn wir hier drüben sind, werden wir in diese Kuppel hier gehen, nämlich in Sandys Tree Dome. Und da drinnen ist einfach eine kleine Kampfarena. Es gibt mehrere dieser kleinen Kampfarena im Spiel. Wir werden insgesamt nur zwei sehen. Und sobald ich diesen Fight gleich beendet habe, werde ich dann, wie angekündigt, meine Speicherkarte nämlich rausnehmen. Denn Speichern in diesem Spiel kostet sehr, sehr viel Zeit. Ihr müsst euch vorstellen, wenn das Spiel speichert, stockt das ganze Spiel für eine Sekunde, weil es das halt versucht, auf den Datenträger zu laden. Und wir sammeln 75 Fun-Männer. Ihr könnt euch also ungefähr rechnen, wenn wir von 1 bis 2 Sekunden ausgehen, wie das Spiel einfach stehen bleibt. Ja, wie viel Zeit man einfach nur saven kann, indem man jetzt nicht mehr speichert. So, damit fertig, gehen wir dann raus. Und jetzt ist die Sache, wir sind im zweiten Gebiet. Hier sollten wir noch gar nicht sein. Da ist der Boss immer noch der eigentlich beschränkt. Wir müssen die Bosse übrigens machen. So später mehr. Ja, da vorne ist der Boss. Wir werden jetzt ins dritte Gebiet gehen, denn die Entwickler waren nicht wirklich gut dabei, die Begrenzungen zu bauen. Denn was wir jetzt tun, ist sogenanntes SpongeBob Storage. Ihr habt gerade gesehen, dass ich diese Ballfähigkeit eingesammelt habe. Und solange ich mich in der, solange ich springe und nicht den Boden berühre, also beziehungsweise solange ich im richtigen Moment wieder springe, kann ich diese Balltransformation beibehalten. Das kann ich nutzen, um an einer Wand abzuprallen, auf ein Dach zu kommen. Und es gibt einfach eine Lücke, beziehungsweise die unsichtbare Wand ist gar nicht so hochgezogen worden. Und ja, damit kann man einfach ins dritte Gebiet. Theoretisch, wenn ihr wollt, könnt ihr casual das auch machen, sobald ihr ins zweite Gebiet gekommen seid, auf dieses Dach darauf gehen könnt. Könnt ihr auch einfach ins dritte Gebiet hüpfen, ohne den Boss gemacht zu haben. Wenn ihr das Spiel gespielt habt, wisst ihr aber vielleicht, was das bedeuten würde. Dazu dann aber auch gleich mehr. Denn wir müssen die Bosse machen. Die sind wichtig. Fürs erste Mal machen wir jetzt hier kurz Mr. Krabs anquatschen, um einen späteren Funbender zu kriegen. Denn wie dieses Spiel mit Funbender umgeht, ist folgendermaßen. Es checkt, ob man eine Quest auf der Overworld schon mal gefunden hat und gibt dir dafür den Funbender frei. Das können wir gleich ganz toll abusen, weil wir haben eine Quest gemacht, bevor wir sie entdeckt haben. Und auch dafür wird uns der Warp freigeschaltet. Das war jetzt sehr schlecht, da bin ich gerade stecken geblieben. Was uns eigentlich ermöglicht, ja okay, wir können theoretisch fast überall hin warpen. Ich weiß übrigens, glaube ich, dass ich gerade... Ich glaube, ich habe noch Cheats aktiviert gerade. Naja, egal. Jetzt wollen wir als nächstes eine Kleinigkeit, um ein bisschen Geld zu sparen, indem wir auf diese Box hier hinzuspringen, hier hochspringen und dann auf dieses Trampolin und dann diesen Funbender hier holen. Was wir eigentlich machen müssen, ist unten ein bisschen Geld auszugeben, unsere Shiny Objects, was unsere Geldquelle ist. Wir haben noch nicht so viel Geld und das kostet uns Zeit. Also springen wir einfach zur Box, haben ein ganz kleines Framework nur, wo wir einfach von dieser Box landen und wieder springen können. Und wenn wir das richtig machen, naja, dann können wir halt auf die Box drauf, dann auf den Trampolin und den Funbender schneller holen als gedacht.
Jetzt kommt einer der schwersten Tricks für Beginner in diesem Spiel, nämlich Euskip. Und ich habe ihn einfach first try genailed. What the fuck? Ja, der schwerste Trick im Game. Basically ist es einfach nur ein Damage Boost, der sehr präzise gemacht werden muss, indem man an einer bestimmten Position steht, zu einer bestimmten Position. Okay, das ist nicht schlimm. Ich habe die Box geöffnet zur Sicherheit. Das Runterfallen ist nur gerade mies. Das wollte ich nicht. Aber ich habe die Box geöffnet, also kann ich einfach zurückwarpen. Safety first, I guess. Das war nicht gewollt. Aber ich hatte ein Backup. Sehr gut. Auf jeden Fall, ja, wir sind einfach an einer bestimmten Position gestanden, zu einer bestimmten Position gesprungen und haben einen Damage Boost mit der Attacke des Gegners gemacht, dass wir einfach auf der anderen Seite der Map gelandet sind und so das ganze Dream-Ding theoretisch beendet haben. Gleichzeitig sind wir dann zum schwersten Fun-Männer gekommen, den habt ihr ja gerade gesehen, der war richtig schwer. Patricks Fun-Männer zu holen ist, das ist eine Monsteraufgabe, also ich weiß nicht, ich brauche immer sehr lange dafür. Und von, ja, Patricks Traum sind wir dann zurück zu Sandys Traum gegangen, weil wir haben ja den Fun-Männer geholt auf Tadeos Haus, der uns den Warp zu Sandys Haus einfach ermöglicht hat. Und ja, wir machen Sandys Traum natürlich hundertprozentig, wie die Entwickler sich das gedacht haben. Ich meine, ihr habt genauso einfach ausgenutzt, dass es einen Trigger an dieser Nuss gibt, dem guten Nutjump, wie ihr gerade gemerkt habt. Ja, an dieser Nuss gibt es einen Trigger. Und dieser Trigger ist dafür da, zu checken, ah, okay, wenn du auf der Nuss bist und runterfällst oder stirbst, ja, dann muss ich dich da oben ja wieder hin teleportieren. Ja, das kann man ausnutzen. Zum Glück ist NNN vorbei. Ja, No Nut November ist vorbei. Das ist true. Ich musste kurz überlegen, was NNN besteht. Ja, deswegen dürfen wir wieder zum Nut springen. Das ist voll okay. Ja, aber dadurch, dass wir den Trigger ausnutzen und dann sterben, können wir ganz einfach oben auf der Nuss spawnen. Ich kann nicht einfach in den Abgrund springen, weil dadurch, dass ich jetzt die Hand disabled habe, naja, kann ich jetzt unendlich in die Leere fallen. Aber damit sind wir erstmal fertig mit Traum. Wir kommen gleich noch zweimal da zurück hin. Und für das machen wir jetzt schöner Wohnen bei Tadeus, indem wir einfach seine ganze Einrichtung zerstören. Und wenn ich jetzt... Na, schade. Wenn ich es richtig gemacht hätte, hätte ich jetzt den Notenständer gleichzeitig zerstört, während ich den Funman eingesammelt habe. Weil dann hätten diese beiden Cutscenes, die jetzt kommen, einfach gleichzeitig gespielt. Nicht schlimm, saved jetzt keine Zeit mehr, aber ist jetzt auch nicht so viel. Theoretisch hätte ich einfach einen Schlag im richtigen Moment machen müssen. Gut. Aus Tadeos Haus raus haben wir jetzt eine kleine Mission. Wir müssen nämlich noch die Socke von Patrick holen und dann ins nächste Gebiet. Socken sind ein weiteres Collectible im Spiel. Für jede 10 Socken bekommen wir einen Funwender bei Patrick. Wir werden im gesamten Run 20 Stück mitnehmen, die ganz spezifisch ausgewählt sind, weil sie alle im Weg liegen. Und ja, damit haben wir zwei Funwender auf jeden Fall am Ende sicher. Die holen wir auch ganz zum Schluss. Um halt früher fertig zu werden. So, wir sind im nächsten Gebiet in Gulagoon. Ihr habt schon gesehen, wir brauchten 10 Fun-Männer, um hier reinzukommen. Die haben wir halt relativ fix geholt durch Wege, die definitiv auch so gedacht waren vom Spiel, um an die 10 zu kommen. Und wir machen jetzt hier ein ganz witziges Ding, nämlich Tower Glide. Ich muss mich gleich ganz kurz konzentrieren, nachdem wir mit Larry geredet haben, der uns jetzt sagt so, oh Junge, du hast hier deine Aufgabe, zerstör mal die Roboter mit Licht. Das werden wir jetzt nicht tun. Wir springen einfach direkt zu dem Roboter, ohne dass das gedacht ist. Indem ich mich hier jetzt sehr einfach hinstelle, an einer ganz bestimmten Position. Und dann, wenn alles gut läuft. Na, das war nicht ganz perfekt. Das war zu früh. Ja, Tower Glide, bitte. Nice. Was ich jetzt gemacht habe, ist theoretisch eine Sprungabfolge gemacht und wieder zurück zum Tower gesprungen, in den Knopf rein. Dort drinne bin ich mehr oder minder im Knopf stecken geblieben. Und das Spiel ist dann so, oh, okay, du bist in einer Animation, die ich nicht beenden kann. Was soll ich jetzt machen? Naja. Relativ einfach.
gar nichts. Es pusht mich theoretisch einfach zurück. Das war knapp, aber okay. Es pusht mich einfach zurück die ganze Zeit, bis ich wieder auf einem Boden lande. Und tollerweise ist die Insel auf der anderen Seite ein Boden, den ich treffen kann. Und wenn ich dann da bin, kann ich den Roboter, den ich eigentlich mit Licht zerstören soll, einfach so besiegen. Dann noch einen weiteren Damage-Boost machen, um auf die andere Plattform zu kommen, wo ich eigentlich sein sollte. Und jetzt sind wir komplett rückwärts. Also jetzt sind wir am Ende jedes Levels und das können wir jetzt sehr gut ausnutzen. Denn an fast jedem Ende gibt es einfach einen Pfannenwender. Also kriegen wir jetzt easy zwei weitere Pfannenwender gleich. Wir müssen nur vorher eine minimale Sache machen. Hier habe ich jetzt bewusst gewartet auf den Gegner im Hintergrund. Weil wenn der jetzt weg ist, der ist nicht weg. Oh, aber ich habe trotzdem getroffen. Nice. Ja, ich zerstöre jetzt dieses Tiki-Häuschen, weil das wichtig ist für Mr. Krabs. Und sterbe gleichzeitig. Damit mache ich einen kleinen Cutscene-Skip von 10 Sekunden. Es ist halt eine 10 Sekunden Cutscene, die wir nicht sehen, weil wir gleichzeitig sterben und dieses Häuschen machen. Das ist für später wichtig. Wir kommen hier nämlich auch nochmal später hin. Und jetzt holen wir einfach Pfannenwände, die am Ende von Leveln liegen. So, hier haben wir Nummer 1. Dann können wir diese Teleporterbox benutzen. Und dann steht da Nummer 2 und dann haben wir schon fast dieses Gebiet hier durch. So schnell geht das. Nämlich hier ist der zweite. Wie gesagt, das sind eigentlich Pfannenwände, weil wir die Level jetzt rückwärts angehen, liegen die da. So, wenn wir hier fertig sind, wollen wir zu Connected Towers. Nämlich noch den Pfannenwender dafür, dass wir den Roboter auf dieser einen Holzkiste, auf dem einen Holzkistelstapel zerstört haben. Sagt Larry, oh mein Gott, du hast uns geholfen irgendwie. Und hier bitte Pfannenwender. Hotschrott, Hallöchen. So, und jetzt sind wir hier fertig und gehen zurück nach Jellyfish Fields, da wo wir zu Beginn waren und gestorben sind. Und das Coole ist, den Pfannenwender, den wir dort geholt haben, setzt jetzt einen Warp-Punkt frei. An einem Punkt, wo wir noch gar nicht auf der Map waren. Wir haben jetzt also einen Teil der Map einfach geskippt. Einfach weil da ist die Mission, die sollten wir eigentlich erst da bekommen, aber wir sind halt schneller. So, in Jellyfish Fields machen wir jetzt auch nochmal ein bisschen crazy shit. Wir brauchen nämlich noch zwei Funmänner bis zum Boss. Und die erste Sache, die wir jetzt machen, ist, die zweite Hälfte von dieser Map einfach zu skippen. Ihr seht vielleicht diesen wundervollen Roboter, den wir da gerade bekommen haben. Das ist der Ham-Roboter. Und wir machen jetzt sogenannten Ham-Skip. Ich glaube, er heißt Ham-Skip. Wir stellen uns auf seinen Kopf, weil da ist einfach eine Collision. Machen den Dash nach oben. Und wenn ich jetzt die richtige Stelle getroffen habe, habe ich nicht. Das war doof. Nicht schlimm. Machen wir es einfach normal. Wir müssen gerade den Roboter ein bisschen an der richtigen Stelle werfen. Aber er ist gerade so ein bisschen... Komm, Roboter. So, das ist okay. Das müsste passen. Hallo? Komm, Roboter. Der Roboter ist manchmal ein bisschen... Manchmal hat er einfach keine Lust auf mich. Ja, ich glaube, das sollte reichen. Hoffentlich. Weil wenn das funktioniert hat... Okay, ich treffe gerade den dummen Pixel dafür scheinbar nicht. Okay, da hat er es einfach Selbstmord begangen. Cool. Danke, Roboter. Ach, Junge, dieser Roboter. Nein, geh da oben hin. Roboter hat gar keine Lust gerade. Roboter sagt nein, ja, Roboter sagt nein. So, jetzt muss er ein kleines Stück wieder runterkommen. Weil ich auf seinen Kopf wieder rauf muss. So. Ja, ich glaube, der Roboter hat wirklich Lampenfieber. Der Roboter hat aber gar keine Lust. Dieser Checkpoint ist so unglaublich schwachsinnig manchmal. So. Ihr seht diesen Grasbüschel da. Ihr werdet gleich sehen. Gleich wird es einfach random funktionieren, obwohl es dreimal genau gleich... Okay. Ragnoran, Hallöchen. Ja, eigentlich müsst ihr ihm sagen, ihr liebt ihn. Sagt, dass der Roboter cool ist. Das ist eigentlich ein super einfacher Trick, aber... Ja.
Es gibt irgendwie so gefühlt eine hundertprozentige Chance, dass das super random ist. Oh. Remember to be cool. So. Habe ich jetzt den Trigger eigentlich mal erwischt? Ja, danke. Ja, wir haben den Trigger für oben erwischt und damit die Hälfte des Levels geskippt. Das geht eigentlich super schnell, aber dieser Punkt ist manchmal so... Ja. Warum sollte ich? Übrigens, man kann den Schalter von hinten treffen mit einer Sprungschlagattacke. Ihr habt den Sprung nicht gesehen. Weil der so kurz ist, dass das egal ist. Aber ja, damit sind wir fertig mit dem ersten Teil von Jellyfish Fields. Es geht jetzt in den zweiten, in Patricks Dilemma. Und Patricks Dilemma ist ganz wichtig und ganz witzig. Erstmal die Box hier öffnen, die ist wichtig. Dann sliden wir ein bisschen auf SpongeBobs Zunge. Ja, das ist genauso weird, wie es aussieht. Und sammeln hier eine Secret Socke ein. Dann einen Absprung auf diese Socke. Die andere Kiste öffnen. Und wir machen jetzt wieder einen Cutscene-Skip. Bin wieder gestorben während einer weiteren Cutscene. Und jetzt machen wir Patricks Dilemma. Oder Patricks Dilemma-Skip eher. Indem wir diese Maschine da ausbenutzen als eine Art Damage-Boost. Ich werde jetzt im richtigen Moment hoffentlich alles treffen. Das war zu weit vorne. Da bekommt Zungenbrecher eine ganz neue Bedeutung. Ja. Hallo, Veni. So. Der Trick ist ein bisschen nervig, weil die Position dafür manchmal ein bisschen ekelhaft sein kann. Da war ich wieder zu nah. Oh. Alle guten Dinge sind drei, sagt man. Easy. Da habe ich sogar einen One-Framer hingekriegt. Das heißt, du hast theoretisch nach einem Sprung einen Frame Zeit nochmal zu springen. Das ist super selten, dass ich das hinbekomme. Aber wenn ich es hinbekomme, dann ist das cool. Und damit haben wir einen weiteren Fun-Männer, ohne die Roboter, die da rumstehen, besiegen zu müssen, was halt langsamer ist. Ja, und damit haben wir unsere 15 Fun-Männer und können den ersten Boss besiegen. Ich werde jetzt fragen, warum besiegst du den Boss? Du warst doch schon im Gebiet dahinter. Ganz einfach. Baldgeil, danke dir für den Raid. Relativ einfach, warum ich den Boss mache. Das hat gleich zwei Gründe. Zum einen, ich kriege einen Fun-Männer dadurch, was halt sinnvoll ist, weil ich Fun-Männer brauche. Und die zweite Sache ist, nach jedem Boss bekommen wir eine Fähigkeit. Deswegen müssen wir die Bosse machen. Also die zwei großen Hauptbosse, einmal Sandy und später Robo-Patrick, geben uns, nachdem wir den Fight besiegt haben, eine neue Fähigkeit. Nach Sandy bekommen wir die Bowling-Fähigkeit. Die ist sehr hilfreich und ihr werdet sehen, warum. So. Komm, spring. Da hier müssen wir jetzt ein bisschen Manipulationskram machen. Ich stehe genau falsch. Schade. Ich wollte eigentlich an einer anderen Position stehen. Jetzt können wir... Kleiner Fun-Fact zu diesem Fight. Er ist super langweilig, also hier passiert wirklich gar nichts, was man euch jetzt erzählen müsste. So gut, danke dir für den Raid. Fun-Fact, der Fun-Winner, den wir nach diesem Fight bekommen, liegt eigentlich unter der Map. Das Problem daran ist... Der Fun-Winner alleine triggert nicht, dass wir die Fähigkeit bekommen. Man muss speziell den Boss besiegen und die Cutscene danach sehen, um die Fähigkeit zu kriegen. Es reicht nicht nur der Fun-Winner, weil es halt doof ist. Es gäbe Wege, an den Fun-Winner ranzukommen, auch ohne große Probleme. Ja, der Fight hier ist ein bisschen Manipulation, die jetzt aber genauestens zu erklären ist eigentlich sehr unnötig. Für die ESO habe ich ein Incentive eingereicht, dass ich während dieses Fights einfach das SpongeBob Main Theme singe. Auf Deutsch. Weil, warum nicht? Wird es Krebs klingen? Definitiv. Wird es trotzdem witzig? Ja. So, damit haben wir jetzt auch die zweite Phase beendet. Die dritte Phase ist eigentlich genau dieselbe wie die zweite Phase, nur dass statt wir den Kopf werfen, in den Kopf reindashen werden.
Ja, Singen hat eine sehr fragwürdige Geschichte, wenn man ehrlich ist. Aber ich dachte mir, es ist ganz witzig, weil die Crowd kann theoretisch den, den Part mitsingen, wo alle einfach nur singen. SpongeBob Schwankopf. Nur halt auf Englisch. Ah, komm. Ja, Sandy spielt gerade auch nicht so ganz mit. Man kann theoretisch den Dash auf dem Boden ein bisschen timen. Das ist komplett möglich. Ah. SpongeBob Quadratkopf? Ja, es ist SpongeBob Quadratkopf. Man kann ihn ein bisschen timen, dass man halt während Sandy auf den Boden donnert, auch auf den Boden schon donnert, aber das ist schwierig. Gut. Wir haben 16 Pfannenwender und jetzt haben wir eine neue Fähigkeit, nämlich die Bowling-Fähigkeit. Und wir werden die jetzt mal ganz toll abusen, indem wir das gesamte Finanzsystem von Bikini Bottom einfach in den Abgrund stürzen. Wie machen wir das? Schritt Nummer 1. Wir gehen zurück nach Gulagun, wo wir gerade eben waren, und machen erstmal als Patrick ein bisschen Shit. Denn Patrick ist ziemlich hilfreich für das, was wir jetzt tun werden. Zum einen werden wir jetzt als Aufgabe hier die Bumperboats clearen endlich. Also die Autoscooter, indem wir einfach die Roboter hier mal kurz Platz machen. Das ist nicht das Schwerste. Wenn diese Roboter manchmal ziemlich gut allein, kann man sie ineinander donnern. Und jetzt machen wir Folgendes. Da hinten links steht eine Skiball-Maschine. Falls ihr es nicht kennt, Skiball-Maschinen sind so, du wirfst eine Kugel rein, kriegst Punkte dafür. In Battle of Fjord Bikini Bottom ist es so, du wirfst eine Bowlingkugel rein und kriegst dafür Geld. Was ich jetzt machen werde, ist zwei Tickies in diese Maschine zu werfen. Und wenn alles funktioniert, dann wird das Spiel denken, okay, da ist eine Bowlingkugel durch ein Loch gegangen, hier kriegst du deine 30 Geld. Dann wird, weil das die Kugel zwischen den Tickies steckt, die Kugel wieder rausploppen. Cool. Aber da die Kugel zwischen den Tickies steckt, wirkt sie wieder reinploppen und das Spiel ist wieder so, ah, die Kugel ist wieder durch, also gebe ich dir 30 Geld. Und je nachdem, wie gut ich diese Tickies jetzt platzieren werde, bekomme ich im Bestfall pro Frame 30 Shiny Objects. Das Spiel läuft auf 60 Frames. Ja, ich sag mal so, es ging nie einfacher, Geld zu duplizieren. Das Problem ist, die Tickies müssen sehr, sehr präzise geworfen werden, weswegen ich mich jetzt konzentrieren muss. Ah, ich stehe zu weit links. Das könnte gehen? Nein, das war zu weit rechts. Das war zu weit rechts. Es geht hier wirklich so ein bisschen um Pixel. Es gibt mehrere Methoden, die hier reinzuwerfen, aber ich kenne halt, hab bisher immer nur die eine hier wirklich trainiert. Oh, ein bisschen weiter. Ah, ein bisschen zu weit vorne. Das könnte passen. Nee, da bin ich jetzt wirklich sehr weit nah. Zwar zu weit nach rechts geguckt. Die Position von dem Ding ist sehr schwierig. Komm. Das ist halt gerade sehr, sehr ungeil. Aber normal für den Trick. Jetzt habe ich gerade den Tiki an so einer Stelle, wo ich ihn nicht rauskriege. Ah, nice, da. Ja.
Komm. Spiel, please. Jetzt habe ich ihn so geworfen, dass er durchgefallen ist. Ah. Der Trick ist nicht gerade einfach, muss man sagen. Zum einen, weil die Kamera hier gerne mal rumspacken möchte. Zum anderen, weil die Tickies gerne mal rumspacken wollen. Das Geile ist, wenn ich nicht runne, bekomme ich die besten Skiball-Abuses hin, die besten SBA, wie der Trick heißt. Ja. Du schaffst das. Das schaffen werde ich. Ich muss nur gerade es hinkriegen, auch richtig zu werfen. So weit links. So weit vorne. Nice. So ist perfekt. Um das einmal zu zitieren, der das Game von mir gelernt gekriegt hat. Wenn der Tiki eine Sonnenbrille trägt, dann ist gut. Sascha, danke dir für die 5 Euro für das Spenden-Goal. So. Jetzt werde ich mich hier reinstellen. Es wird jetzt gleich ein sehr nerviger Sound kommen. Also falls ihr sehr laut gerade den Fernseher oder eure Kopfhörer anhabt, jetzt leise machen. Das wäre sehr hilfreich. Wenn ich gerade auch treffen würde. Ich habe nur gerade echt Probleme mit der Position. Come on, Spiel, please. Würdest du mich bitte nicht immer nach rechts oben schieben? Eigentlich muss man hier nur das machen. Danke. Sag mir jetzt nicht, die Tickies steht zu nah. Das dürfte nicht der Fall sein. Na komm. Warte. Hallo, Spiel. Oh mein Gott, Alter. Das Spiel triggert mich gerade ein bisschen. Ja, steckt jetzt drin, nur falsch. Mann, Blue. Ja, der Trick ist kacke und der braucht gerade viel länger, als er eigentlich sollte. So, jetzt warten wir, bis der kurz durchgegangen ist. Hey, ja, 10. Ich glaube, die Tiki steht... Als ob jetzt der Tiki wirklich zu nah steht. Nein, danke, finally. Oh mein Gott. Ja, was jetzt passiert ist halt, literally, ich krieg gerade fast jeden Frame 30 Shiny Objects. Und das ist eine Sound-Kulisse, die man lieben kann. In der Zeit mache ich einfach weiter. Klappt das auch IRL? Schwierig. Du müsstest in eine Skiball-Maschine kommen, die dir Geld ausgibt. Falls ihr euch immer mal gefragt habt, wie Jeff Bezos sein Geld macht oder wie das aussieht bei ihm auf dem Bankkonto. So. Jede eurer Amazon-Purchases ist genau da drinne. So sieht einfach Jeff Bezos Konto aus. Ich weiß nicht, ob ich diesen Witz auf AESA bringen sollte. Das ist noch nie perfekt Ace 2 gespielt. Da schaltest du nie nach 3 Minuten entweder das Spiel aus oder du müsstest es komplett. Ja, es gibt einige Spiele. Aber auch nach jedem Sub. Stimmt, nach jedem Sub ist dieser Sound auch. Ja, wir brauchen ungefähr 40.000 bis 50.000. Eigentlich macht man Pause, bis man diese Zahl sieht. Oder man kann auch auf YOLO gehen, wenn man so ein bisschen Ahnung hat. Ich werde wahrscheinlich auf 60.000 hochgehen. Meine 8 Masterschwerter sind leise, das ist wahr. Ja, das sind wir durch. Wir sind ja auf eine Rutsche gegangen und zu einem Funwender gesprungen. Witziger Funfact, das haben sie gefixt im Remake von diesem Game. Also gefixt, sie haben eine unsichtbare Wand hingepackt, aber sie nicht weit genug gezogen. Also gibt es eine andere Stelle, wo du denselben Trick machen kannst. Und ja, das nutzen wir einfach aus, um einen Funwender ganz anders zu holen, als was ich eigentlich gedacht ist. Wie eigentlich fast jeden Funwender in diesem Game. Weiter geht's, wir sind fertig mit Ghoul Lagoon. Jetzt geht's nochmal einmal nach Dream.
wir holen jetzt einen relativ einfachen Fadenwender. Es gibt hier eine Möglichkeit, an diesen schneller zu kommen, indem man einen Damage-Boost von einem dieser Stacheln ausmacht. Das Problem ist, ja, wenn du das falsch machst, doof gelaufen, dann hast du Zeit verloren. Deswegen machen wir die Easy-Methode. Wir stellen uns einfach genau hin und springen einfach dahin. Gedacht ist, dass du einen Ball nimmst und den hier runter jonglierst, um dahin zu springen. Ja, falls ihr euch als Kind gedacht habt, das war richtig Krebs, jetzt wisst ihr, dass das viel einfacher geht. So, dann geht's zu Mr. Krabs und jetzt kommt diese typische, haben wir Spenden? Jetzt können wir Spenden vorlesen. Moment, weil wir geben einfach alle unser Geld jetzt Mr. Krabs und zerstören damit das Wirtschaftssystem. Witziger Fun Fact. Das hätte mir einiges an Zeit gespart als Kind. Ja. Der hat doch genug. Genug Geld? Ja, aber er braucht mehr Geld. Insgesamt will Mr. Krabs allein 31.000 oder so haben. Das restliche Geld brauchen wir einfach nur für zwei andere Dinge. Wir haben sehr viel Geld. Ich muss jetzt nicht mal mehr auf Geld achten. Man kann in Runs theoretisch auch weniger gehen, also viel weniger. Und gamblen damit unterwegs noch so oder so Geld zu sammeln. Das geht's. Rate ich nur nicht. So, wir haben 28 Pfannenwände, wir sind durch. Wir holen jetzt auch hier eine Socke. Tada. Dann geht's hier rein. Also wenn jemand gierig sein darf, dann Benjamin Blümchen. Der darf das. Der ist erlaubt. Der darf das. So, wir sind hier bei Mary, Frau Mann und Blauberspube. Und die haben ihre Höhle unterm Sofa. Falls ihr euch je gefragt habt, wo ist die eigentlich versteckt? Die ist unterm Sofa im Altersheim. Und Marmalade Cave ist ein ziemlich cooler Ort, weil wir hier jetzt sehr viel Shit machen, der definitiv nicht so gedacht ist. Zum einen, ja, wollte ich eigentlich einen cooleren Damage Boost machen, aber ich habe ein bisschen zu früh gedrückt. Hier, die Laser interessieren uns nicht. Wir jumpen in die Cutscene, skippen diese. Und was das Ding hier ist jetzt so das erste Mal, wo du die Bowlingkugel kennenlernen sollst und wie die funktioniert, aber darauf habe ich keinen Bock, also springe ich einfach zum Ende. Aus irgendwelchen Gründen ist genau diese Stelle greifbar für SpongeBob. Du kannst einfach hinspringen. Ja. Und den großen Teil dieses Levels einfach komplett skippen. Weil, warum nicht? So, was ihr vielleicht beachten solltet schon mal, das wird später nochmal wichtig. Ihr seht, dass wenn ich meine Bowlingkugel benutze, ich so einen kleinen Push nach vorne bekomme. Merkt euch das mal, das wird, wie gesagt, später nochmal wichtig. So, jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir sogar ehrlicherweise Casual-Kram. Ein bisschen. Wir reden einmal kurz mit Mary und Frau Mann. Nehmen diese Melone und sollen jetzt die Schalter da drücken. Das Geile ist, ja, hier zum Beispiel hast du ein Rätsel, wo du auf Licht achten sollst. Das ist, ja, nee. Schreib das mit, das ist sehr wichtig. Ja, hier gab es so ein Rätsel, aber du kannst auch einfach zum Ende springen und das Rätsel erfüllt. Jetzt kommt mein größter Hass. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Diese Plattformen bewegen sich nämlich ziemlich kacke. Und das sieht eigentlich sehr gut aus. Wow. Toll. Nice. Ja, die Plattformen bewegen sich halt. Oh, beziehungsweise was heißt bewegen sie sich? Sie sind halt Wippen. Und der letzte Knopf ist so, ja, du wirst angeschossen. Ja, ich gehe einfach links lang. Es kehrt ihn noch weniger. So, dann gehen wir zurück. Wir werden automatisch nach links gepackt, deswegen machen wir jetzt einen Halbkreis hinter ihm rum, um einmal die Muschel zu aktivieren. Und dann den Pfannenwender mitzunehmen. Und dann können wir hier die Melone mitnehmen und dann wieder nach oben. Ja, Melone. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht eine Ananas, aber ich denke, das ist keine Ananas. So, und jetzt kommt das schwerste Rätsel im ganzen Spiel. Wissenschaftler haben sehr lange gebraucht, um da die Lösung zu finden für. Diesen Witz wird eigentlich übrigens auch nie alt. Den bringe ich einfach in jedem Run. Man soll die Schalter übrigens eigentlich mit dieser Melone da treffen. Aber die Hitbox ist so groß, dass auch einfach Patricks Bauchklatsche reicht. Ja, und wenn wir alle Schalter gedrückt haben, genau in der Uhrzeigerfolge, weil das ist das Rätsel. Ich habe hier als Kind Stunden verbracht. Ja, ich bin nicht doof. Wissenschaftler hassen diesen Trick. Ja. Ja, dann haben wir den Pfannenwender. So. Ihr seht diesen Knopf hier neben mir. Dieser Knopf ist dafür da, die Brücke rechts runterzulassen.
Aber das ist langsam und ich will da eigentlich gern schon vorher hin. Also stelle ich mich einfach in die Ecke von dieser Rutsche, warte ein kleines Stück und springe einfach in den Trigger für das nächste Gebiet. Oder für den Endboss von diesem Gebiet. Ja, hier kommen wir später nochmal hin. Aber ich wollte schon mal den Warp haben. Auch die Knöpfe werden wir alle drücken, weil dafür kriege ich einen Funwin. Aber das ist halt schneller, wenn ich den Warp hier schon habe. Ja, wie das funktioniert, das ist relativ einfach. Rutschen in diesem Game sind so programmiert, dass du mit der Zeit immer mehr Speed bekommst. Natürlich ist das gecapped, aber du sollst einfach immer schneller darauf werden. Ja, wenn du an der Ecke stehen bleibst, kannst du das halt sehr gut ausnutzen. Und damit halt dann zum Trigger springen für das Area des Final Bosses von diesem Gebiet. So, jetzt machen wir ein bisschen was anders mal wieder. Wir benutzen aus, dass hier sehr viel Zeug Collision hat. Das, was ich mache, kann man schneller machen, aber ich gehe jetzt mal gerade die Safe-Route. Die Safe-Route. Wir nutzen nämlich aus, dass... Oh, ich bin richtig dagegen gedonnert. Toll. Ich war ein kleines Stück zu weit vorne. Wir nutzen aus, dass dieses Ding hier einfach Collision hat und können ja nicht hochklettern. Eigentlich gedacht ist, dass das hier eine... Naja, wie sagt man, so eine Art Spirale ist. Alter, warte, ich muss gerade sicher gehen, dass ich gerade nicht gesterbe. Weil der Gegner gerade ein bisschen blöd beschissen, also wirklich doof steht. Alter, geh doch einfach weg. Piss dich. Dann kann ich auch besser werfen. Danke. Ja, der Knopf ist, hat eine sehr, sehr wortwitz schwammige Hitbox. Ja. Wir haben jetzt mehr oder weniger einen spiralen Weg nach oben geskippt, indem wir einfach direkt den Weg hochgesprungen sind, gerade weg und ausgenutzt haben, dass das Zeug Collision hat. Übrigens fragt mich nicht, was das mit dem Soundbug hier auf sich hat. SpongeBob-Lache dazu, ja, oder? So, jetzt haben wir 3 von 4 Knöpfen betätigt. Das Geile ist jetzt, wir sind jetzt eigentlich theoretisch einmal im Kreis gelaufen. Sobald wir nämlich hier sind, werde ich direkt nach rechts gehen, weil da ein Funwender ist, weil das eigentlich das Ende eines Gebiets ist, aber wir sind mal wieder rückwärts durch Dinge durchgegangen. Und dann ist da hinten auch schon der letzte Knopf und wir kriegen noch einen Funwender und damit haben wir Mermel Layer fürs Erste abgeschlossen. Wir werden noch einmal zurückkommen. Für den Final, für den Boss in diesem, in dieser Area. Nicht jede Area hat einen Boss, aber manche schon und das nutzen wir halt aus. Jetzt sehe ich nach oben. Ich musste kurz überlegen, was ich jetzt tun will. Normalerweise habe ich meine Splits offen und dann sehe ich das. Weil was wir jetzt tun ist, was erstmal super weird aussieht, ich werde jetzt diesen Knopf drücken, diese Cutscene hier starten und dann einfach weggehen. Der Grund ist, wir kriegen beim ersten Mal, wenn wir diesen Knopf drücken, diese Cutscene. Und das kostet uns Zeit, weil die Boxen, die ihr seht, sind theoretisch schon die ganze Zeit auf der Map und drehen sich. Problem dabei ist aber, sie sind halt unsichtbar und sie haben keine Collision. Also aktiviere ich jetzt gerade mal kurz den Knopf, mach kurz etwas hier in Rock Bottom und gehe dann gleich zurück und, naja, kann einen Cycle früher erwischen, was halt ein bisschen Zeit saved, auch wenn es nicht so wirkt. So, hier stelle ich mich jetzt hin, um einen weiteren Damage Boost zu machen mit dem Gegner unter mir. Weil... Ach, schade. Ich wollte eigentlich bis zu der Tomatensoße kommen, um einen coolen Launch zu machen. Das hat nur semi funktioniert. Ja, wir haben... Weil der Gegner pusht mich halt weg von ihm und wenn ich im richtigen Moment dann einfach einen Dash nach oben mache, kann ich das ausnutzen, um wieder einen Sprung zu kriegen, rechtzeitig, um auf die andere Seite zu kriegen. Komm. Und damit sind wir auf der Rückseite mal wieder eines Levels. Wir holen nur diesen Einfahren, wenn dann gehen dann wieder zurück in die Hubwelt, aber es ist schon mal gut, dass wir den Pfannenwender da haben. So, wenn wir hier fertig sind, machen wir jetzt genau das, was ich gerade erklärt habe. Ich aktiviere nochmal diesen Schalter da vorne, nehme das Trampolin und jetzt kann ich mich halt schon bewegen und wenn ich nicht total abfacke, kann ich einen Cycle früher erwischen. Ich hätte theoretisch die Box, die jetzt gerade hochging, schon erwischen können. Das ist potenziell möglich. Aber sehr, sehr tight. Und wenn ich runterfalle, hat sich das Ganze schon gar nicht mehr gelohnt. So, jetzt springen wir einmal bis hier hinten hin.
Aus irgendeinem Grund geht die Cutscene schneller von diesem Taxifeld, wenn ich schon auf dem Taxifeld draufstehe in irgendeiner Weise. Keine Ahnung warum, es ist 2-3 Frames schneller. Und damit sind wir in Sand Mountain. Sand Mountain ist einer der Orte, wofür ich jetzt Geld brauche. Denn das sind 3 Rutschen, die hier existieren. Und die muss man aufkaufen. Wir werden nur eine machen, weil die anderen 2 dauern viel, viel länger. Es gibt Tricks, um sie schneller zu machen, aber die kann ich nicht. Wir werden jetzt gleich 2 Fun-Männer kriegen. Einmal die Time-Challenge von Mrs. Puff, die uns sagt, die ist hier super schnell runtergegangen. Und dafür, dass wir überhaupt bis zum Ende der Rutsche gekommen sind. Unterwegs sammeln wir jetzt hier diese Socke noch ein. Alles sehr chillig jetzt gerade. Dann drücken wir diesen Knopf. Und seht ihr dieses Schild da, das so aussieht, als wäre es solide? Ja, wir kürzen mal kurz dadurch ab. Dann seht ihr diesen Stein, der so solide aussieht? Ja, der ist auch hohl. Collision in diesem Game ist etwas Besonderes. Fun Fact, ihr seht die ganzen Schilder vielleicht im Hintergrund von irgendwelchen Sachen oder Bilder oder ähnliches. Es ist möglich, das zu editieren. Und maybe könnte der ESA-Run, wenn er reinkommt, ein bisschen besonders aussehen. Wenn nicht, werdet ihr das irgendwann auf einem German-Event sehen. Das sage ich euch jetzt schon. Cool, Ledge Grip. Ah, wir werfen jetzt eine Bowlingkugel im richtigen Winkel. Leider ist mir der Gegner dagegen gekommen. Deswegen probiere ich es nochmal. Ja, nice. Die Kugel prallt so ab, dass sie den Thunder-Tiki noch trifft. Der explodiert und dann habe ich den Duplicator-Tron, der auf der anderen Seite ist, einfach schon kaputt gemacht. Und da ich hier schnell genug unten war, bekomme ich jetzt einmal diesen Fun-Winder und dann noch den von Mrs. Puff. Bisher habe ich alles on track gemacht. Das Problem ist, ich kann hier einen Dialog wegskippen, aber das Spiel ist so, yo, hier ist eine Millisekunde, wo du dich nicht bewegen kannst. Warum auch immer. Falls ihr euch übrigens fragt, warum bowlst du manchmal an Eingängen? Es ist durch den Push, den ich kriege, ist es manchmal schneller, einfach noch eine Bowling-Attacke hinterher zu drücken, um früher durch eine Lade oder früher an eine Ladezone ranzukommen. So, hier ist jetzt eigentlich dasselbe wie bei ganz am Anfang, dass ich einen Fun-Männer mit einem Bungee kriegen sollte, aber ich kann dadurch, dass die Hand disabled ist, auch einfach hinspringen. Und wenn wir hier fertig sind, holen wir uns jetzt noch einen Fun-Männer, nämlich den von Mr. Krabs an der großen Krabbe. Was nochmal eine kleine Fighting-Arena ist, die relativ einfach aufgebaut ist. Ich habe jetzt eine ganz bestimmte Route, die ich hier einfach ablaufe. So. Nice, hab beides kaputt gemacht. Lol, hab noch von dem Gegner Schaden bekommen. Cringe. Die Roboter sind einfach nur nervig. Die sind richtig RNG, wo die gerade stehen. Manchmal stehen sie sehr gut nah beieinander, manchmal nicht. Und das Witzige ist, das Spiel ist jetzt so programmiert, egal wo ich mich in Bikini Bottom jetzt hin teleportiere, also auf der Home Map, ich werde einfach immer zu Mr. Krabs teleportiert. Problem ist, Mr. Krabs steht hier noch gar nicht. Weil das drittes Area ist und hier soll er noch nicht stehen. Also habe ich gerade von einem Geist einen Fun-Männer bekommen. Spooky, ich weiß. So. Und damit haben wir die 40 Fun-Männer für den zweiten Boss. Und das ist Robo-Patrick. Und Robo-Patrick ist ein sehr, sehr langweiliger Fight. Wenn ihr euch also gerade einen Kaffee oder so holen wollt, dann macht das jetzt. Denn Robo-Patrick besteht eigentlich nur aus Warten. Alle Bosse bestehen eigentlich nur aus Warten, aber Patrick ist richtig schlimm. Weil, was er macht Spuckattacken und dann dreht er sich 10 Sekunden und dann macht er Spuckattacken und dann dreht er sich 10 Sekunden. Ist das nicht unglaublich cool? Man kann ein bisschen hier und da was manipulieren, was ganz nett ist. Aber auch hier ist so eine Fall von, hätten wir jetzt Spenden, könnte man die jetzt vorlesen. Ja, es passiert also wirklich gar nichts. Worauf ich mal eingehen kann, was kriegen wir denn nach Patrick? Nach Patrick bekommen wir eine weitere Fähigkeit und damit die beste Kombination an Items in Videospielen, die es jemals gab. Da kommen nicht mal die Flaschen von Ocarina of Time dran, ne? Ich weiß, wilde Aussage. Weil wir bekommen nach diesem
Dann zeige ich den Messenger. Okay, also falls wir das haben, dann können wir jetzt gucken. Ja, wir bekommen als neue Waffe einen Raketenschuss. Der an sich ist jetzt nicht so spannend. Ich kann halt Ziele in der Fernung treffen, wie Schalter oder ähnliches. Das werden wir auch hin und wieder mal nutzen. Viel cooler ist aber, was passiert, wenn ich das in Kombination mit meiner Bowling-Attacke benutze. Ich habe ja schon gesagt, es ist wichtig, dass ihr wisst, dass ich durch die Bowling-Attacke einen gewissen Schub an Speed bekomme. Wenn ich in einer Abfolge von einem Frame die Bowling-Attacke drücke und dann halt ein Frame später meine Raketenattacke, wird meine Bowling-Attacke abgebrochen. Hingegen wird mir der Speed, den ich bekomme, nicht abgezogen. Was ich also machen kann, ist, diese Attacke zweimal zu tun. Einmal, damit ich überhaupt den Status bekomme, dass der Speed auf mich raufgerechnet wird. Und das zweite, dass die Richtung, in die der Speed geht, auch richtig ist, weil normalerweise würde der sonst nach links gehen und ich will eigentlich eher, dass er geradeaus geht, damit ich auch davon einen Advantage habe. Auf jeden Fall, wenn ich das zweimal mache, also zweimal 2/60 in der Sekunde treffen, dann bekomme ich sehr viel Speed. Und was, wie viel Speed man bekommt, werdet ihr gleich im ganzen letzten Part dieses Runs sehen. Fußbus zu erklären ist super schwierig, muss man sagen. So heißt der Trick, den ich gerade erklärt habe. Weil das Problem daran ist... Naja, Fußbus ist sehr, sehr umfangreich in seiner Erklärung. Hat sehr viele Ausnahmen und nochmal Besonderheiten, die alle in diesem Land sichtbar werden. Aber für das eigentlich, was ihr verstehen müsst, ist, ich werde gleich einfach zweimal einen sehr, sehr schwierigen Trick machen. Oder sehr präzisen Trick machen müssen. Und wenn das klappt, ja, dann easy, dann sind wir sehr schnell. Problem ist halt, um diesen Status zu canceln, oder diesen Speed zu canceln, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie getroffen werden von Gegnern. Irgendwo reindonnern und Schaden nehmen. Aber auch einfach meine Bowlingkugel zu benutzen. Ja, maybe. Habt ihr vielleicht schon verstanden, was das Problem damit ist, wenn ich einen Trick machen muss, wo ich meine Bowlingkugel so oder so benutzen muss, in einem Abstand von einem Frame? Ja, verkacke ich den Trick. Well, whip. Dann ist auch mein Boost wieder weg. Das heißt, ich muss diesen Frame-Perfect-Trick zweimal auch wirklich Frame-Perfect treffen. Klingt schwieriger, als es ist, wenn man das Muscle-Memory dafür hat. Geht das sogar? Und ich kann es halt mehrere Male wiederholen, aber es wird jetzt ganz cool zu sehen. Denn was wir direkt als erstes machen, ist das schwerste Level durch diesen Trick, weil wir jetzt sehr viel Parcours machen müssen. Und naja, ich sehr aufpassen muss. Deswegen, ja, lass mal gucken, wie gut das jetzt wird. Wir gehen nämlich in Thaddeus' Traum. Oder wie in meinen Splits heißt, Albtraum. Ach ja, ich sollte vielleicht auch erwähnen, während dieses Status kann ich nicht mehr stehen bleiben. Also nicht wirklich. Ja, scheiße. Das Trampolin war jetzt gerade ein bisschen blöd positioniert für mich. Ich wäre drauf, glaube ich, drauf gekommen, aber es wäre doof gewesen, weiterzugehen. Zusätzlich kommt in diesem Level nämlich noch dazu, dass hier ganz viel auf Cycles basiert. Trampolin im Hintergrund ist gerade immer wieder doof positioniert. Man muss sehr viel schnell sein gerade. Theoretisch, wenn du den Trick nicht direkt First Try hinkriegst, sind die optimalsten Cycles schon wieder vorbei. Man kann halt hier und da ein bisschen was auspuffern.
Ey, Trampolin. Ja. Wenn das Trampolin so weit weg ist, ist das sehr kacke für den Sprung, der danach kommt. Jetzt habe ich bewusst abgewartet, dass das Trampolin auch gut steht und dann kann ich auch weitermachen. Und das Trampolin steht gut. Das da hinten eigentlich auch. Wir probieren es einfach. YOLO. Oh mein Gott. Nice. Ich habe einen viel schnelleren Weg genommen, als ich theoretisch nehme. Und damit habe ich es geschafft. Das ist... Sieht super einfach aus, ist aber mit dem Speed, den man hat und dadurch, dass man sich ganz konstant die ganze Zeit bewegt, ziemlich krass und ich bin immer froh, wenn ich das relativ schnell hinkriege. Vierter Try ist voll okay. Nicht perfekt, aber voll okay. So, und jetzt, was wir jetzt machen, ist eigentlich basically durch alle Level nochmal zu... hier wollte ich mich nicht dran lehnen. Durch alle Level zu gehen. Und Funwender jetzt mit Cruise Boosting zu holen. Und das wird jetzt sehr cool und witzig. Ich muss Cruise Boosting immer an einer mehr oder weniger leicht schrägen Wand machen. Also sie darf nicht zu schräg sein. Aber auch nicht zu gerade. Ja, das hat funktioniert. Und jetzt gehen wir wieder out of bounds. Man würde jetzt meinen, aber Blue, ist das hier nicht alles Killzone? Die ist doch gerade nicht mehr deaktiviert, weil theoretisch wir nicht mehr den Saving Glitch haben. Ja? Würde man denken, die Entwickler dachten, aber wir haben so viel Wasser drum gezogen, da kann man nicht hinspringen. Well. Ja, wir laufen jetzt gerade übrigens unter dem Level durch, was eigentlich für Patrick gedacht ist. Also diese ganze Sektion soll man mit Patrick machen. Theoretisch sitzt ein Patrick hier, der das macht, aber nicht der Richtige. Ja, und jetzt müssen wir wieder hinbauen. Und ganz nett ist hier, dass hier eine Kante ist, die man treffen kann, wenn ich gerade mal nicht so doof wäre und sie nicht erwische. Nice. Der Vorteil, dass irgendwie alles greifbar ist in diesem Game. Und damit sind wir wieder inbound. Jetzt kann man mit Tricks den Funwender da vorne kriegen. Aber es, keine Ahnung, dran vorbeizuspringen und dadurch Zeit zu verlieren, bin ich kein Fan von. Also nehme ich einfach den Funwender so mit. Es gibt in diesem Run noch sehr viel Optimierungsbedarf, also für Beginner, den Beginner-Run. Aber man kann auch viel Safety spielen zu Beginn, was ich halt auch immer noch tue. Aber bald vielleicht ein bisschen ändere. So, wie gesagt, jetzt ist es basically nur noch Cruise Boosting. Wir machen sehr viel, um einfach Zeug zu skippen. Oh, ich hatte schon Cruise Boost, gar nicht bemerkt. Ja, beispielsweise hier haben wir jetzt einfach nur eine Cutscene damit geskippt. Das ist nicht mal sonderlich wichtig. Wir wechseln auf Patrick. Und machen wir auch mal wieder was casual. Ich bin nur gerade verwundert gewesen, dass Mrs. Puff nicht mit mir geredet hat. Ja, was unsere Aufgabe ist, ist einfach Roboter in dieses Ding da reinzuwerfen. Das hättet ihr vielleicht beim ESA-Run gar nicht sehen, je nachdem, ob ich einen Trick gelernt kriege bis dahin. Hallo? Würdest du bitte gestunt werden? Und hallo, würdest du mich bitte nicht einfach von hinten erschrecken? Hm. Ja, wenn wir das gemacht haben, kriegen wir einfach Pfannwände. Das ist jetzt wirklich sehr casual. Du verwehrt uns einen Trick. Das hier ist nicht mal ein Trick. Also, ja. Ich lerne gerade, ich will demnächst einen Trick lernen, der diesen Pfannwände ersetzen würde.
Nein, nein, dauert halt immer lang. Ja, Mrs. Puff ist jetzt so, ja, cool gemacht. Übrigens müssen wir den Dialog von Mrs. Puff kriegen, sonst kann das Spiel softlocken. Gut, mit einem weiteren Cruise Boost geht's jetzt erstmal weiter durch das Level. Halt, der letzte Part ist mehr selbsterklärend in vielen Stellen. Wir haben halt jetzt gerade in Jellyfish eine sehr bestimmte Route. Jetzt nutzen wir die Wipper aus, die witzigerweise so programmiert ist, dass sie nicht wirklich drauf achtet, ob ich da drauf stehe, sondern einfach nur guckt so, ah. Bist du auf einer Seite am Springen oder irgendwie ist dein Gewicht da? Ja, cool. Da ich mich aber mit Cruise Boost konstant bewege, ist die Wipper so ein bisschen verwirrt. Und das können wir halt ausnutzen, um da direkt hochzuspringen. Was angenehmer ist. Es gäbe die Möglichkeit, da anders hinzuspringen, aber die macht man nicht. Übrigens, kleiner Funfact, falls ihr dieses Spiel mal gespielt habt, ihr müsst diesen Boss nicht zu Beginn des Spiels besiegen. Ihr könnt Funbänder früher holen. Das hat zur Folge, dass man, wie ich jetzt einfach, wenn man die Raketenattacke hat, da reingehen kann und nicht warten muss, bis der Boss halt runterkommt und ihn schlagen. Nein, man kann einfach die Raketenattacke auf ihn drauf spammen und ihn so viel, viel schneller besiegen. Das geht auch casual, wenn man so einfach abwartet. Ja, und wenn wir das gemacht haben, kriegen wir als Belohnung noch einen weiteren Funwender. Gehen noch einmal zu Thaddäus, weil der ist jetzt so, oh mein Gott, du hast King Jelly besiegt, hast mir Jelly besorgt. Hier. Nimm meinen Erstgeborenen. Ups, ich habe mich zum falschen Ding teleportiert. Hier, nimm meinen Funbänder, den ich aus irgendwelchen Gründen dabei habe. Thaddäus sieht übrigens sehr in Ordnung aus, keine Sorge. Dem geht's hundertprozentig fein. Gut, damit sind wir damit fertig und wollen jetzt noch einmal zu King of a Castle. Denn, hier machen wir jetzt auch sehr, sehr witzigen Shit. Beispielsweise, seht ihr die Muschel da? Die revealed uns eigentlich einen Knopf, den wir mit Patrick treffen sollen. Das Ding ist, der Knopf ist einfach da. Wenn man weiß, wo er ist, kann man ihn auch mit der Rakete erwischen. So, jetzt werden wir nicht aber den Weg nehmen, den das Spiel verlangt, nämlich über irgendwelche... Oh, warte, ich bin sehr weit gegangen gerade. Über irgendwelche Trampoline. Nein. Wir nutzen... die Magie von Cruise Boosting, um einmal hier rüber zu springen, hier eine kleine Tour zu nehmen, hier auf die Kisten drauf, diese Socke mitzunehmen und dann einfach direkt zum Funwender zu springen und den ganzen Umweg jetzt zu machen, den das Spiel von mir verlangt. So, damit fertig, geht's weiter nach unten. Und jetzt kommen wir zu Rock Bottom. Rock Bottom ist an sich ganz cool. Bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Dadurch, dass wir Cruise Boosting haben, werden wir die ganze Welt ganz anders machen, als dies eigentlich intended ist. Aber... das macht ein bisschen cooler zum Anschauen, weil normalerweise ist das hier sehr viel slower. Hier habe ich gerade vergessen, dass das Schild mir ganz kurz blockieren kann. Und mir meinen Sprung klauen kann. Aber das erste, was wir machen, ist, wir sollen eigentlich irgendwie einen Weg nach oben da finden. Ich habe einen Weg nach oben gefunden. So, das, was ich jetzt mache, soll ich eigentlich mit Sandy, die ihr Lasso-Schwingen machen kann, erreichen. Ja, ich habe halt Cruise Boost. Cruise Boost ist halt richtig geil, wenn es um stationäre Effekte geht. Das heißt, einen Dash nach oben oder einen Dash nach unten oder einfach einen Schlag. Die sind eigentlich so verbunden, dass du sie nicht in Luft wirklich benutzen kannst, um Distanz zu kriegen. Naja, Cruise Boosting überschreibt das alles. Also ich bin immer in Bewegung und das kann ich halt gut ausnutzen. Und wenn ich hier
einen guten Sprung hinlege. Nice. Bin ich hier oben. Und muss nicht irgendwelche Laser aktivieren oder irgendwelche crazy Sachen machen. Nö, ich kann einfach hinspringen, zu Sandy wechseln und mir den Faden bedauern. Warum ich zu Sandy wechsle, ist, weil wir jetzt Museum machen. Auch dieser Ort wird bei dem ESA-Run vielleicht ganz besonders. Möchte ich hier mal kurz erwähnt haben. Gut, was wir nämlich jetzt machen, ist ziemlich simpel. Wir werden jetzt ausnutzen, dass wenn man Schaden bekommt, während man am Greifen ist. Warte, das war jetzt ein bisschen dumm. Da habe ich gerade das Timing literally gemisst. Wenn man Schaden bekommt, während man eine Greifanimation hat, weiß das Spiel nichts damit anzufangen und ich kann einfach durch die Laser durchdashen. Beziehungsweise ich komme einfach durch. Das ist convenient, muss man sagen. So, ich warte immer darauf, dass die Laser an einem ganz bestimmten Punkt sind. Das war viel zu nah. Also machen wir das nochmal. Der zweite Laser ist ein kleines Stück kniffliger. So. Zack. Ja, und damit haben wir das gesamte Laser-Rätsel hier geskippt. Und können wieder zurück nach draußen. Denn es gibt noch ein paar weitere Fun-Wände, die wir hier holen wollen. Unter anderem einen, der jetzt richtig dämlich wird. Es gibt hier ein kleines Rutschrennen, was irgendwie 40 Sekunden geht. Wo wir in 40 Sekunden die Rutsche runterkommen. Das ist nicht schwer, aber sehr doof. Deswegen aktivieren wir einfach von der Ferne diesen Knopf, der diesen Funwender spawnt und den Counter startet. Ja, er startet den Counter und wartet darauf, dass ich die Rutsche betrete. Normalerweise denkt das Spiel nämlich so, ja, du kannst hier den Knopf von nirgendwo anders außer in der Nähe des Knopfs betätigen. Und sobald du dich zu weit von diesem Knopf entfernst, ja, geht der Counter weg und der Funwender verschwindet. Das Ding ist, sie haben irgendwie nicht bedacht, dass man das auch mit der Raketenattacke machen kann. Und durch ein bisschen Cruise-Boosting komme ich halt anders an den Funwender ran. Also ich nutze eigentlich nur aus, dass nicht entdeckt wird, dass ich gar nicht in der Nähe des Knopfs war. Und den Funwender mitnehmen kann. So. Und jetzt haben wir nur noch einen Funwender, der geht wirklich, wirklich schnell und ist casual auch so zu holen. Casual ist er. Also casual ist es jetzt nicht schwer, an den Funwender zu kommen, weil man einfach nur lernen soll, okay, du musst mit Sandys Lasso eine ganz bestimmte Route gehen. Oder bestimmte Ankerpunkte mitnehmen. Du kannst aber auch, und das ist ganz cool, diesen Stein hier, der sehr convenient platziert ist, benutzen. Und da rüber einfach direkt hinspringen. Hallo, Vanish. Wie geht's dir? So. Damit sind wir hier durch. Und jetzt geht's zu Prawn. Dem Bossfight in Mermelayer Cave, den wir ganz kurz gesehen haben, weil ich hingesprungen bin. Ja, warum bin ich jetzt erst mit Cruise-Boosting hergekommen? Weil es schneller ist? Definitiv, aber nicht auf die Weise, wo ihr jetzt denken würdet, was passieren wird. Ich hole mir ganz kurz Cruise-Boost. An dieser sehr ekelhaften kleinen Wand. Na, komm. Nice, da hab ich's. Nein, hab ich nicht, okay. Da hole ich mir einfach den größeren Wand. Na, komm. Danke. So, was ich jetzt nämlich mache, ist einfach out of bounds zu gehen. Durch sehr interessante Tricks. Während ich Cruise Boost aktiviert habe, kann ich nicht die Rakete benutzen. Das ist egal, weil jedes Mal, wenn ich die Rakete aktiviere, werde ich ein kleines Stück nach vorne gepusht. Sogenanntes L-Clipping ist dadurch möglich, dass ich einfach durch die Wand mich drücken kann. Und wenn ich jetzt hier hinspringe, ist der Boss besiegt. Denn, und das ist das Dümmste in diesem Game und das Witzigste gleich mit. Jeder Bossfight hat einen Trigger irgendwo auf der Map, der sagt, okay, du hast den Boss besiegt. Fein.
Dann bin ich ja durch. Also, dann kriegst du jetzt den Pfannenwender. Ja, diesen Trigger habe ich gerade erwischt. Und dadurch habe ich den Prawn-Fight in wenigen Sekunden beendet. Wenn man das sehr gut hinkriegt, kann man das in weniger als 30 Sekunden beenden. Das Ding ist, auf der GameCube-Version werden wir leider nicht inbounds wieder teleportiert, was halt schade ist. Aber jetzt auch nicht tragisch. Das hier ist eher tragisch, dass ich gerade runtergefallen bin. Ich muss wieder hochkommen. Lukas, danke dir für die 5 Euro. Für das Spendenziel. Ja, das ist nicht, also, den Boss so zu besiegen ist viel, viel einfacher. So, was ich jetzt gemacht habe, ist einfach einen Funwinder zu holen. Ich habe mich halt hochgedasht. Und im Moment, wo ich die, Plattform berühre, habe ich wieder die Möglichkeit zu springen. Und wenn ich das schnell genug mache, komme ich oben an den Funwinder ran. Der eigentlich gedacht ist mit Sandy. Aber cooles Boosting halt. So, wir haben 55 Funwinder. Wir sind 50 Funwinder über Downtown, dem zweiten Gebiet eigentlich im Spiel. Und in Weltrekordrouten macht man das ganze Ding hier sehr, sehr viel früher. In der Beginnerroute ist es sinnvoller, einfach später hier hinzukommen. Weil wir jetzt Cruise-Boosting haben, können wir hier sehr viel Shit machen. Und genau das tun wir jetzt erstmal. Wir machen erstmal Cruise-Boosting. An dieser wundervollen Hauswand. Ja, habe ich. Ich merke übrigens, ob ich einen Cruise-Boost habe, dadurch, ob ich noch nach hinten laufen kann. Wenn ich das nicht mehr kann, weiß ich, ich habe Cruise-Boost. Oh, und jetzt werden wir einfach ein bisschen Parcours springen. Wir aktivieren nämlich diese Tickies. Gedacht ist das, wie ihr vielleicht gerade schon erkennt, die Kanone, die im Hintergrund Zeug wirft, diese trifft. Ich kann das halt komplett ausnutzen, dass ich Cruise-Boosting habe und ein bisschen Plattforming, um die schneller zu aktivieren. Man kann casual das auch machen. Indem man die Statue hier in der Mitte benutzt und einfach von der immer mal wieder dahin springt. Also man muss nicht warten. Oh, trifft jetzt dieses Waschbecken den Tiki? Nein, das muss man nicht tun. Ja, damit haben wir einen relativ schnellen Funwender. Wir holen uns wieder Cruise Boost. Ich deaktiviere Cruise Boost, während ich auf die Statue gehe, weil das Movement darauf natürlich sehr ekelhaft ist. Dann gehe ich einfach ins nächste Gebiet, weil Cruise Boosting, lol, ich werde nach vorne gepusht. Das ist gerade schlecht gewesen. Ich habe auch einen sehr langsamen Cruise Boost für meine Verhältnisse. Aber das ist okay. Und wir machen ein bisschen cooles Plattforming hier, das wir eigentlich mit Sandy machen sollen. Springen hier direkt nach da. Wechseln auf Sandy. Nein, ich wollte die andere Taste drücken, habe gerade die falsche Taste gedrückt. Und benutzen mal ein bisschen Collision aus. Unter anderem, dass diese Kanone Collision hat. Und wenn ich die Sprünge richtig setze. Na, okay, Backup. Komme ich an diesen Funwinder, ohne einmal durch die ganze Stadt fliegen zu müssen. Das Problem ist jetzt, ich würde eigentlich gerne mit SpongeBob hier oben hinkommen. Ich hätte mit SpongeBob den Sprung schaffen können, wäre mein Boost ein bisschen schneller gewesen. War er jetzt nicht, also bin ich aufs Backup direkt gegangen. Nicht schlimm, das Gute ist, dass das Spiel aus irgendeinem Grund sich dachte, komm, wir machen einfach hier eine Busstation hin. Können wir nutzen. Und den Funwender, den ich jetzt hole, haben sie sehr gut also programmiert, muss man sagen. Hups, das war ein bisschen zu früh gesprungen. Ja, den soll man eigentlich mit Sandy durch die Stadt irgendwie holen. Theoretisch haben die Entwickler auch dran gedacht. Oh, ups, aber wollte ich in die andere Richtung. Theoretisch haben die Entwickler auch dran gedacht, zu sagen, ah, SpongeBob könnte da ja rankommen. Wir packen da mal eine unsichtbare Wand hin. Das Problem ist, die checken nur, ob ich einen Sprung gemacht habe davor. Und nicht zwei. Sobald ich den zweiten Punkt mache, denken sie sich, ja, okay, die unsichtbare Wand ist unwichtig. Und damit spare ich mir A, wieder Geld und B, mit Sandy durch die Stadt laufen zu müssen. Und ich kriege einen Funwinder relativ schnell. So, hier holen wir jetzt den Funwinder. Oh, das war doof. Diesen Funwinder. Es ist nicht sonderlich schneller, was ich mache, aber es sieht halt einfach ziemlich cool aus.
Ja, die Schalter soll man eigentlich mit der Rakete, die wir gekriegt haben, aktivieren. Ich kann aber auch einfach auf ihn rauflaufen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, hier raufzukommen. Schon relativ früh im Spiel. Indem man die unsichtbare Wand ausnutzt, die wir genutzt haben, um hier rüber zu springen. Das kann man auch machen, um... Naja, direkt zum... zu dem Bucket zu kommen und da irgendwie hochzugleiten. Tue ich halt nicht, deswegen cool. Und dann sind wir in Cave Forest. Und Cave Forest ist ganz cool. Wir holen uns wieder Cruise Boost. Also, als Kind habe ich Cave Forest, weil es super verwirrend war und damit den Mut dieses Gebiets eingefangen hat, geliebt. Das Ding ist nur, hier ist der Ausgang von dem Level. Wir machen genau das, was wir in Ghoul Lagoon auch schon getan haben. Wir gehen jetzt einfach alles rückwärts an. Und das ist hier nochmal viel, viel schlimmer. So, ihr seht diesen Pfannwender? Den sammeln wir gleich ein. Da fragen wir auch die magische Miesmuschel. Leider nicht. Aber was wir machen ist, wir machen eine Zeit-Challenge gegen die schwerste Zeit-Challenge in diesem Game. Aktivieren sie, indem wir einfach den Trigger erwischen, der viel zu nah dran ist. Springen wieder zurück. Und weil die Entwickler dachten so, hä? Lass uns das hier unten einfach hinpacken, den Trigger dafür. Ja, wir haben die schwierigste Zeit-Challenge in weniger als 10 Sekunden geschafft. Wir holen den Pfannenwender, kriegen für das Ende des Levels den Pfannenwender, kriegen für die geschaffte Zeit-Challenge den Pfannenwender und gehen einfach wieder zurück. Und jetzt gehen wir alles rückwärts an. Wir gehen jetzt in die Höhle, wo wir eigentlich jetzt hätten rauskommen sollen. Ah Mann, hier ist ja ein Pfannenwender. Problem ist, wir stehen jetzt vor einem Gitter. Das Gute ist ja, dadurch, dass wir den Pfannenwender jetzt haben, können wir uns einfach dahin warpen und das Spiel setzt uns eigentlich vor dem Questgeber für diese Höhle ab. Was creepigerweise in einer Höhle Barnacle Boy ist. Ist ein bisschen creepy, dass er mich mit Hey Kid in einer dunklen Höhle anspricht. Ja, jetzt wird es übrigens ganz kurz laut. Sorry, der Wasserfall ist irgendwie ganz weird. Übrigens, wusstet ihr, dass man Schalter von der Ferne aktivieren kann und damit einfach Missionen, die man mit Patrick machen sollte, auch mit SpongeBob aktivieren kann? Jetzt denkt ihr euch, ja, aber ich muss doch Patrick haben, um da hinzukommen. Actually, no. Man kann auch einfach hier rumspringen. Das haben sie nicht mal in der HD-Version gefixt. Das kannst du in der HD-Version, glaube ich, immer noch machen. Ja, da wir jetzt hier unten stehen und nicht mehr hochkommen, weil wir sind nicht mehr Patrick, teleportieren wir uns einfach da hoch. Und sind dann Patrick, weil die Mission, die wir eigentlich machen sollen, machen wir mit Patrick. Ist Mayonnaise auch ein Glitch? Schwierig. Übrigens, ja, hier kann man einfach laufen. Aus irgendeinem Grund ist das die eine Katze, wo man sich drinnen bewegen darf. Also, Mayonnaise ist ein sehr schwieriger Glitch. Ich bin ja eher für mehrritzig als Glitch. So, hier sind wir fertig. Wir teleportieren uns einmal nochmal zu Mr. Krabs, der jetzt, dadurch, dass wir das dritte Gebiet geöffnet haben, auch vor der großen Krabbe steht. Ist halt schneller im Menü, sich da durch zu manövrieren. Wir versuchen im Menü allgemein immer Wege zu nehmen, die relativ kurz sind. Und halt nicht so viel Zeit da drin zu verwenden. Und jetzt sind wir halt fast fertig. Jetzt geht's ins letzte Gebiet, nämlich in den Graveyard. Und Graveyard ist nochmal eine spannende Sache. Als erstes werden wir natürlich das machen, was wir immer machen. Cruise Boosting. Ich springe nicht umsonst gerade so komisch weird, weil hier ist irgendwo ein Cutscene-Trigger, den ich umgehe. Der ist für uns nämlich unrelevant. Okay, das war knapp. Der Gegner hätte mich beinahe getroffen und damit mir mein Cruise Boost geklaut an einer ekelhaften Stelle. So. Hier deaktiviere ich den wieder. Es gäbe die Möglichkeit, sich in eine Lücke zu quetschen und dadurch würde die Rakete benutzen können. Ich bin sehr schlecht da drin. Deswegen, ja. Das hier ist übrigens als Kind, falls ihr euch jemals gefragt habt, wie komme ich an zwei Pfannenmänner in diesem Spiel. Das ist ein Schalter. Keine Ahnung, wie man drauf kommen soll. Machst du heute Abend Party? Ich würde gern Party machen, aber machst du heute Abend Party?
So, wir holen uns wieder Cruise Boost, weil wir wollen noch mal ein bisschen was machen mit Cruise Boosting. Da habe ich gerade das Problem, das nicht mehr zu treffen. So, der Gegner ist sowieso verwirrt von mir. Ja, dann springen wir erstmal hier hin, wo der Einwurf anwendet ist, den wir jetzt kriegen können. Spüren Sie es, Mr. Blue? Ich spüre es. So, dann springen wir hier rüber und hier ist ein Trampolin, das mich out of bounds schießt. Ihr werdet euch jetzt denken, das hat es aber nicht getan. Eine Sache von Cruise Boosting, was zum Beispiel auch Thaddeus Traum viel, viel schwieriger macht, ist, dass es jede geforste Jump-Animation einfach überschreibt. Heißt, Trampoline, die dafür genutzt werden sollen. Bitte. Ich stehe gerade sehr ekelhaft. Muss mal gerade ganz kurz reagieren. Okay. Trampoline, die eigentlich eine vorgeschriebene Richtung programmiert bekommen haben, beispielsweise mich wieder auf eine Plattform oder nach oben zu teleportieren, werden von Cruise Boost überschrieben. Und das können wir ausnutzen, um direkt out of bounds damit zu springen, einmal außen rum zu latschen und dann das Ende des Levels zu erreichen. So, diesen Funwender ist der letzte Jump Bungee Funwender, den man im Spiel holen kann. Den holen wir einfach so. Und das Schöne ist, das kann man ausnutzen, um sich direkt nach oben zu teleportieren und hiermit das halbe Level wieder zu skippen. Und die zweite Hälfte, ihr könnt es euch denken, skippen wir jetzt mit Cruise Boosting. Ich müsste nun gerade Cruise Boosting kriegen. Na komm. Na komm. Na komm. Alter, ernsthaft, Vater, der macht das jetzt hier. Hallo, Cruise Boost, please. Danke. So, hier aus Sicherheit halber besiege ich kurz den Roboter. Dann dash ich mich hier zweimal hin. Oh, ich stehe sogar perfekt. Das ist doch schön. Ah, ich habe den Dash nach unten gerade ein Stück zu früh gemacht. Ja, Plattforming, das nicht gedacht ist. Ist übrigens ziemlich cool. Und damit haben wir nice Funwender gesammelt. Du bist stolz auf meinen Run. Ich das mit Stolz ist mir neu. Eigentlich müsstest du es umdrehen. Nice. Ja, das ist der Nice-Funwender. Nice. So, wir sind jetzt in der letzten Welt, auf dem, oder im letzten Part in dieser Welt, nämlich das Shipwreck. Da habe ich gerade sehr dummerweise Schaden genommen. Oh. Hier besteht die Aufgabe, dass wir die Kanonen der Gegner und unsere Kanonen aktivieren. Die Kanonen der Gegner sollen wir mit SpongeBob kaputt machen und unsere Kanonen mit Sandy aktivieren, großteils. Danke. Ja. Wie gesagt, wir machen mit Sandy jetzt die Kanonen von uns natürlich kaputt. Also, wir aktivieren die. Hat Sandy sehr gut gemacht. Und jetzt kommt das Witzigste im Spiel. Dadurch, dass ich jetzt die Kanonen kaputt gemacht habe, kann ich diese Cutscene triggern. Die kann ich auch nicht skippen. Das ist die einzig nicht skippbare Cutscene im Spiel. Und ihr werdet sehen, das Spiel weiß, dass ich noch nicht die Kanone auf der anderen Seite kaputt gemacht habe. Das ist dem Spiel komplett egal.
Witzigerweise ist das komplett egal. Denn es spawnt mir trotzdem den Pfannenwender. Und der Warp zum Final Boss von dieser Welt ist einfach offen. Wir holen noch den Secret Pfannenwender hier oben drauf. Noch gleich. Frederik, ne? Ja, Frederik, nice. Klar. Ja, der letzte Pfannenwender Warp ist einfach offen. I don't know. Das Gute ist jetzt halt, eigentlich müssen wir den mit Sandy machen, der ist ziemlich lang. Lass mal auf SpongeBob wechseln und Kursposition benutzen. Und hier könnte es jetzt sein, dass ich richtig reinkacke, weil ich gerade nicht mehr ganz im Kopf habe, wo der Trigger ist, den ich jetzt aktivieren will. Weil, obviously, wir werden natürlich den Bossfight hier wieder skippen. Dafür muss ich jetzt gerade nochmal das letzte wirklich schwere Parcouring machen, weil das hier sind sehr viele präzise Inputs, die ich machen muss. Oder sehr viele präzise Sprünge. Und wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, muss ich... Ja, ich habe den Trigger nicht erwischt. Im schlimmsten Fall muss ich gleich nochmal nachgucken, wo der Trigger gerade genau war. Ich habe ihn einfach wirklich nicht mehr im Kopf. Okay. Alle guten Dinge sind drei, sagt man. Ich habe noch eine Idee, wo der war. Es ist halt, du musst halt in eine ganz bestimmte Richtung springen. Der ist nicht größer als eine normale kleine Box in diesem Spiel. Es gibt ein Visual Cue, aber ich kenne ihn gar nicht. Speedrunner weiß immer weiter. Ja, das ist wirklich traurig eigentlich. Zumal dieser Run gerade nicht wirklich schlecht ist. Nice, ich habe ihn erwischt. Ja, ich wusste nicht mehr ganz den Triggerpunkt. Der Run ist echt nicht schlecht. Also es gibt bessere, klar. Aber der hätte schlechter sein können. So, bevor wir jetzt... Ah, warte, eine Sache muss ich noch machen. Ah, lol. Deswegen ist er so gut. Wir haben noch einen Pfannenwender. Witzig wäre ja 25. Ja, leider nicht. Wir haben nur einen Pfannenwender und einen der meiner Meinung nach ekelhaftesten in dem Game. Ah, ich brauche jetzt hier Cruise Boost und gedacht ist, dass ich jetzt den Pfannenwender ganz schnell hole mit einem kleinen Parcours und einem Ball. Das war so. Nein, 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 nein. Nämlich genau vor dem Button stellen. Das Timing für diesen Knopf ist ekelhaft. Ich hasse das Timing. Okay, wir machen einfach die YOLO-Taktik. Dieser Knopf ist so ekelhaft. Man sagt zwar einfach, ja, mach einfach einen Sprung und einen Dash, dann funktioniert's. Ja. Dieser Knopf ist so programmiert, dass du wirklich auf einer ganz bestimmten Stelle stehen musst, um den zu erwischen. Und ich sag's, wie es ist, ich krieg das nicht hin. Aber mach doch den Cruise-Boost danach, das ist zu langsam. So, danke. Ich weiß nicht, warum. Aber ich struggle mit diesem Trick sehr, sehr viel. Ja, okay, mit Cruise Boost können wir jetzt übrigens ausnutzen, sonst einfach außenrum rennen. Dann deaktiviere ich ihn wieder und hol mir den Pfannenwender. So, und damit haben wir es fast durch. Wir holen jetzt Patricks Pfannenwender noch, die zwei, und dann sind wir gut zugehört. Knöpfe einfach MVP. Knöpfe in diesem Game sind seltsam. Ja, Patricks Dialog müssen wir uns nicht anhören. Wir drücken einmal rein und dann drücke ich auf B. Und damit haben wir 75 Pfannenwender und können zum Final Boss oder wie er in Mindsplits heißt, Cack W. Falls ihr euch jetzt den epischen Bossfight vorstellt, ich muss euch leider enttäuschen.
Ich muss euch leider sehr enttäuschen. Das wird nicht der Fall sein. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass ich bisher Bosse... Jeder Boss hat einen Triggerpunkt, womit der Fight beendet wird. Ja, der letzte Bossfight ist übrigens Robo-SpongeBob. Obviously. Ja, und wenn ich es jetzt richtig mache, es gibt zwei Möglichkeiten, das jetzt zu tun. Hm, schade. Leider nicht geschafft, also muss ich das Backup nutzen. Ja, bin ich... Ne, ich bin nicht hoch genug. Ja, ich treffe gerade das Timing nicht. Sehr mies. Ja, der Trigger ist literally direkt über dem Start. Und wenn man im richtigen Moment von den drehenden Plattformen abspringt, ja, dann kann man das halt einfach ausnutzen. Und wir haben ja immer noch die Hand disabled. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Und das kann man ausnutzen, um direkt zur letzten Birne zu springen, die ein Trampolin erscheinen lässt. Zum Endfight. Hier oben sollte uns eigentlich jetzt Plankton ärgern. Da wir aber nie die anderen Brain Cells kaputt gemacht haben, weil wir einfach direkt zum Ende gesprungen sind, können wir jetzt in aller Ruhe, ohne uns irgendwie einen nervigen Plankton an der Seite zu haben, um das Gehirn von Robo-SpongeBob kümmern. Und wenn wir es geschafft haben und die letzten gehittet haben, ist auch schon Time. Ich bin noch unter 1,30 gekommen. Warte mal, ich bin unter 1,30 gekommen? Wow, ich hätte gedacht, ich wäre drüber gegangen. Ich war gerade ganz kurz verwirrt. Falls ihr euch jetzt fragt, wie schlecht war das jetzt im Vergleich mit meinem normalen Run? Ich hätte ehrlich gedacht, ich werde drüber gehen. Aber ja, das war der Fight. Dodo, Hallöchen. Um euch kurz einen Einblick zu geben. Nehmen wir mal gerade bitte meine Splits. Aktuell meine PB in Battle for Bikini Bottom, wenn er mir die auch anzeigen würde, ist 1,21. Nicht wie Vers Blue, wenn Benny und ich hochkommen und wir reden einfach, bis der nächste Run rankommt. Neue PB, nein. Neue PB bin ich sehr weit weg von. Könnt ihr gerne machen, Zorro. Das können wir machen. Das könnt ihr gerne tun. Aber ja, das war Battle for Bikini Bottom. Mit unter 1,30 bin ich zufrieden. Es gab noch viele Probleme oder so, die ich hatte, aber... an sich bin ich zufrieden. Und damit habe ich den Run beendet. Hallöchen, ihr beiden. Hi. Noch. Hast du gut gemacht. Danke, danke schön. Ich muss gerade mal gucken, ob man euch hört. Ja, hört man. Oh, so ein Mist. Ja, doof gelaufen. Das passiert leider. Ja, Vini wollte endlich mal schmutzige Sachen sagen. Ah. Socken. Meine Küche, meine Socken, genau. Dein Badezimmer. So ganz viele schmutzige Sachen. egal. Meine Gedanken. Ja. Die musst du nicht äußern. Die interessiert hier keinen. Nee, das muss ich nicht, nur nicht, darf ich auch nicht. Sehr gut. Ging mir ein bisschen Ärger. Nein, keine Ahnung. Aber wie geht's euch beiden denn? Oh, gut. Ja, gut. Gut. Selber? Ich bin scheiße müde. Oh. Bin ich geschlafen? Ja, ich bin um 3 Uhr morgens nach Hause gekommen von Bisalinas Event. Oh. Und musste heute Morgen um 9 Uhr wieder aufstehen. Ja. Das war nicht so gut. Hättest du was gesagt, hätte ich die Regie übernommen. Ja, da hatte ich aber auch noch nicht. Also, ich wusste nicht, ob du heute Morgen um 9 Uhr wach warst. Deswegen. Ach so, und ich musste eh aufstehen, also von daher. Ist das ja egal. Umso besser wirst du ja jetzt heute Abend schlafen können. Das auf jeden Fall. Das werde ich wahrscheinlich, ja. Ja, weiterhin bleibt meine Hoffnung, dass dieser Run, den ich gerade gemacht habe, auch in die ESA reinkommt. Ich erfasse immer noch erst nach der Dreamhack, direkt am Ende, wenn wir abgebaut haben, wahrscheinlich.
Ah, das wird unangenehm. Man geht so positiv aus dem Event raus und dann hört man eben positiv, wow, ich hab's geschafft, oder ja, nee. Schade, nächstes Mal. Nächstes Mal, ich werde doch nicht jünger. Ich habe doch keine Zeit dafür. Ja. beim Thema jünger und älter halte ich mich mal lieber zurück. Ja, wie nicht, sowieso. Das musst du. Danke dir für die Claps. Was mich positiv überrascht, womit ich nicht so viel gerechnet habe, dass die Spendensumme so hochgegangen ist in der Zeit. Wir hatten halt insgesamt 350 Euro von einer einzelnen Person. Einmal was? 250, einmal 100 Euro. Ja, das ist super krass, Leute. Ihr müsst überlegen, wir haben, das hat Twitch ja relativ kurzfristig angekündigt und wir hatten die Idee, einfach sehr spontan zu sagen, so, ja, wir haben ja das Fun-Event laufen während der Zeit. Lasst uns doch einfach ein Ziel machen. Und wir dachten so, ja, okay, es ist jetzt Weihnachtszeit, es kommen jetzt so Events halt wie Friendly Fire. Und wir haben halt die Dreamhack in nächster Woche, übernächster Woche. Da werden nicht so viele Spenden rumkommen, also lassen wir das Ziel einfach bei 100, dass ihr dann einfach am ersten Tag geknackt habt. Dann dachten wir so, okay, die sind schon krass, aber was waren es, 350 oder so? Okay. 450, werdet ihr nicht erreichen? 500 hatten wir als nächstes. 500 was? 500 was? Ja, selbst das habt ihr einfach geknackt? Ja. Was super krass ist und mich sehr, sehr freut. Eben. Jetzt sind wir auch schon bei 565. Ja. Das ist wirklich cool. Dafür, dass wir es sehr spontan gemacht haben. Einige Leute haben das natürlich auch genutzt, weil, naja, sie konnten sich ein Badge abholen, weiteres. Wenn man ein Badge kriegt dafür, wenn man irgendwo spendet. Bei dieser Aktion. Ja, die Aktion habe ich bei mir privat auch auf meinem Kanal gemacht. Weil wir können die ja auch machen. Ja, klar. Und ich habe auch 100 Euro zusammengekriegt. Oh, das ist super cool. Ich habe leider zu wenig gestreamt in der Zeit. Ja, ich auch. Deswegen hat sich das nicht wirklich gelohnt. Ja, falls ihr euch jetzt gerade fragt, ja, wir reden jetzt nochmal ein bisschen, weil wir haben jetzt sehr viel Zeit gerade. Was ist das jetzt, knapp eine halbe Stunde oder so noch? Ja, eigentlich wäre ja noch ein Run dazwischen gekommen. Ja. Aber gesundheitlich passt das den Runner nicht mehr. Ja. Was verständlich ist denn, ne? Wir haben jetzt halt schon ein bisschen diskutiert, was wir in der Zeit machen, wie wir die Zeit überbrückt kriegen. Und ja, wir hatten ursprünglich die Idee, dass wir Messenger jetzt nochmal zeigen. Aber dafür ist die Zeit jetzt wiederum ein bisschen zu knapp. Ja, ich brauche ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ja, das ist ein bisschen sehr knapp. Und bei einer halben Stunde, ja, dann mache ich erstens eine neue PB und ich bin weit am Weltrekord dran. Und das ohne die Rusten kriegt das nicht hin. Ja, unwahrscheinlich. Ich hätte einfach schneller spielen müssen, das ist ganz klar. Ja, ich hätte einfach eine neue PB machen sollen. Was ist eigentlich deine Zeit? Meine Zeit ist 1:21. Also ich bin 8 Minuten schlechter gewesen jetzt. Was nicht verwunderlich ist bei den ganz kleinen Fehlern, die ich hier und da gemacht habe. Aber Ziel ist eigentlich, dass ich endlich unter die 1:20 komme, was ich eigentlich vor der ESA noch geschafft haben will. Deswegen grind is real jetzt. Und wenn ich Shio, danke dir für den einen Euro. Sehr lieb. Viel Spaß mit deinem Badge, das du jetzt haben solltest. Nee, das gibt erst ab 5. Was? Scam. Ja, aber es gibt's wirklich erst ab 5 Dollar. Das ist Scam. Oder Euro. Sorry, Vanish, wenn du eigentlich das Emote haben wolltest, Alle, die nur einen Euro gespendet haben, kriegen das nicht. Weird. Das steht da, ab 5 Euro oder Dollar. Ja, das ist weird. Jeder Euro zählt. Jeder Euro ist cool. Überlegt euch mal, wenn jeder einen Euro auf diesem Planeten spenden würde, dann hätten wir ganz viel Geld. Naja, wir haben ja noch ein bisschen jetzt die Tage. Worauf freut ihr euch denn noch so? Auf meinen Run speziell am Abschluss, weil ich überhaupt lange nicht mehr gerannt habe zum Messenger. Und dann wird das auch gleich noch ein Best of 3 gegen Dive. Das wird nochmal ganz gut, dass ihr euch am Ende nochmal so battelt.
Ich habe es mir eigentlich generell schon mal vorgehabt, aber ja, kam nicht so ganz. Ah, okay. Ja, ich habe jetzt speziell nichts mehr so richtig auf dem Fun-Event, was ich schauen kann auch, weil ich jetzt einfach eine Woche weg bin. Aber ich fand das Elden Ring-Bingo heute sehr schön. Ja, cool. Das habe ich nebenbei auch verfolgt. Wegen dieser einen Stunde, die sie vorgezogen hat, schneller waren beim Bingo, haben wir jetzt ja diese Quasselpause. Ja, genau. Hol mal ich mein Essen mit. Ich glaube, ich habe 1,35 angegeben. Oder 1,40? Bin mir gerade gar nicht sicher. 1,35 habe ich angegeben. Ja. Dennis, vielen Dank für die Spende. Ich weiß gar nicht, hattet ihr das eben? Ja, ich war gerade nebenbei noch beschäftigt, deswegen. Ja. Und ihr wisst ja, Multitasking und so. Wie kannst du nur nicht das Fun-Event schauen raus mit dem? Ey, seht positiv. Das Fun-Event kommt ja auch dann die Tage auf YouTube. Genau. Ja. Aber ich habe dasselbe Problem. Ich kann in der Woche nicht gucken, weil ich Spätschicht habe. Und wenn ich los zur Arbeit muss, fängt German an zu streamen. Ja, gut. Apropos Friendly Fire, fand es gestern sehr krass, dass der Twitch-CEO einfach Stadtlandfluss mit Boim Boys gespielt hat. Ja, der CEO war jetzt diese Woche in Europa. Weiß man, welche Summe jetzt zusammenkam? Ich habe das nicht verfolgt. Friendly Fire 1 Million noch was war es am Ende. Das ist geil. Ja. Das war wild. Visalina Event war auch wild. Da war ich ja gestern. Da sind auch 4.000? Ich glaube 3.000 oder 3.600 oder 4.000, irgendwie sowas im Dreh zusammengekommen. Geil, geil. Das ist was auch cool. An wen gingen die Spenden? Also Friendly Fire und das von Visalina? Friendly Fire weiß ich nicht. Visalina ging an DKMS. Ah. Die, wo auch die Jungs von Slow Arts Live auch schon mal hingespendet haben. Weil ich überlege habe, wofür stand das nochmal? Deutsche. Boah. Aber das war irgendwas mit Krebs, ne? Glaube ich. Das S stand, glaube ich, für Spende? Boah, ich habe gerade ehrlich nicht im Kopf, was wofür DKMS stand. 1.021.708 Euro. Das ist ordentlich. Wofür steht die Abkürzung? Also, es war Stammzellen zu spenden, aber ich weiß gerade nicht mehr. So, Stammzellen waren das, genau. Also, ich weiß, dass. Deutsche Knochenmarkspende. Knochenmarkspende, das war's, richtig. Ich weiß, dass wir damit auch schon mal irgendwie zu tun hatten. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht mehr ganz sicher, ob. Nee, wir selber haben da nicht. Wir selber, ich glaube, das war durch das Slow Runs. Ja, live. Durch das Slow Runs hast du das schon mal gewesen. Okay, Friendly Fire zu Blue Ribbon Deutschland, Hacker School, Santana Stiftung, SOS Humanity, Kinderhilfe, Krisenchat und Friendly Fire Nothilfefond. Ah, okay. Gesammelt. Die macht das ja immer für mehrere Dinge. Mhm. Das, was sich halt bei den großen Spendensummen auch lohnt. Ja, ja, klar. Ich da jeder trotzdem eine Summe, mit der er dann auch was anfangen kann. Ja. Das klingt immer doof, aber ich sag mal so. Wenn man jetzt für eine Organisation spendet und das sind dann, sagen wir mal ganz blöd, 5 Euro, das ist ja fast schon die Bearbeitungsgebühr. Ja, also ja. Hilft natürlich trotzdem. Es hilft ja trotzdem. Ne? Also von daher. Jeder Euro hilft im Endeffekt. Ja, aber bei so einer großen Spendensumme, da lohnt sich das natürlich umso mehr, weil die dann auch wirklich was damit anfangen können. Aber auch sowas wie, weiß ich jetzt, 566 Euro, die wir da jetzt gesammelt haben. Das ist halt auch schon eine ganze Menge. Ja. Er ist schon ziemlich cool. Ich finde es halt allgemein cool, dass ich gerade auch so, ich sag mal, die Twitch-Community, Gamer-Community, was auch immer, dass die sich halt für sowas auch so begeistern können und die Zuschauer dann natürlich auch mitziehen. Ja. Vor allem, was mir an diesem Tool gefällt, ist, erstens hat man nicht so viel Arbeit und man hat so gesehen, bei diesem, was Twitch da vorgestellt hat, eigentlich eine Win-Win-Situation. Wir als Gamer tun was Gutes. Wir sammeln Spenden und haben die Möglichkeit, dadurch etwas Reichweite mal zu generieren. Das stimmt. Weil halt so Charity-Streams die potenzielle Möglichkeit haben, auf der Startseite zu sein. Das ist. Aber ich glaube, manche Leute gucken halt auch einfach so, was macht gerade Charity so. Genau.
Das ist an der Stelle übrigens auch noch wichtig zu erwähnen, also selbst wenn die Leute nicht spenden, also jeder Zuschauer, der nicht spendet, trägt ja trotzdem irgendwo ein bisschen was dazu bei. Genau. Weil dadurch die Reichweite erhöht wird und dann potenzielle Spender halt nochmal angezogen werden. Jo. So, ich bin mal ganz kurz auf Klo. Ja, alles gleich. Also schöne Sache insgesamt. Ja. Ursprünglich entspringen ja die Charity-Streams der Speedrun-Community. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich damit angefangen haben, aber also die Speedrunner sind oder gehören zumindest in dem Bereich mit zu den Ersten. Das stimmt schon. Wirklich die Ersten waren, das weiß ich aber tatsächlich gar nicht. Ich auch nicht. Also GDQ dann halt, ne? Also AGDQ, um ganz genau zu sein. Apropos AGDQ. Mhm. Das ist auch wieder in einem Monat. Erinnere mich nicht dran. Nee, ich freue mich auf alle Fälle schon. Und Achi, vielen Dank für die 5 Euro. Also für die Spende von 5 Euro. Dankeschön dafür. Ich bin auch mal gespannt. Also ich denke mal, die 600 kriegen wir noch zusammen. Was meinst du, 800? Nee. Realistisch? Nicht? Okay. Und wenn doch, werden wir das aber nicht mehr erhöhen. Weil das geht ja nur noch bis heute. Hm, genau. Also bis, ich glaube wirklich bis Punkt 0 Uhr, ne? Ja. Hm. Also ein paar Stunden sind noch Zeit. Mal schauen, was danach kommt. Aber wie gesagt, also 600, das ist durchaus realistisch und das ist auch eine Summe, auf die wir dann stolz sein können. Und alles darüber ist dann nochmal ein schöner Bonus. Ja, ansonsten, was das Event an sich angeht, Blue hatte ja eben schon mal gefragt, worauf wir uns am meisten freuen. Also bei mir ist es natürlich Thief, logischerweise. Das wird der Stream sein, wo wir am wenigsten Zuschauer haben. Naja, mindestens ich bin dabei. Und irgendeiner, der aufpasst, dass ich keinen Blödsinn laber. Also nicht als Kommentator, nicht als Nebenkommentator, aber irgendeiner im Chat. Wann wird denn das sein? Am Dienstag? Genau, Dienstag 18 Uhr. Ja, du startest auch. Hm? Kann leider nicht zugucken. Also, ich bin da arbeiten. Leider hat mir gefallen. Nee, Dienstag bin ich sowieso. Naja, gut, einen ganzen Tag zu hören klingt jetzt ein bisschen komisch, weil wir erst um 18 Uhr anfangen am Dienstag. Aber bei Bloodlife sitze ich ja auch mit daneben. Okay. Kommentator, ja. Naja, Madden halt. Ich kenne mich mit Football zwar nicht wirklich gut aus, ich weiß aber, was eine Hail Mary ist. Und das werde ich dann verteilt über, wie lang war der Run? Jetzt muss ich selber nochmal gucken. 2 Stunden 20. Verteilt über 2 Stunden 20 werde ich erklären, was eine Hail Mary ist und dann habe ich meinen Teil getan. Das ist gut. Also die jetzt schon die Streams anhaben, Ach so, ESA Legends. Ja, genau, das wäre ja. Ja, auch gerade noch. Hm? Da hatten wir ja auch ein bisschen, also kurz überlegt, ob wir das restreamen, aber es ist halt ein RPG-Speedrun-Event und wir haben damit ja unsere Erfahrung schon gemacht, also in Form vom RPG Limit Break. Und es ist immer sehr schwer, das kommentartechnisch zu füllen. Es gibt ein paar Leute, also Zorgo zum Beispiel, Sif, ich, wir kommentieren sowas gerne, aber wir kriegen so ein komplettes RPG-Event nicht gestemmt, kommentartechnisch. Ja, also außer wir klonen euch ungefähr dreimal dann vielleicht. Ah, dann klingt es vielleicht. Mich muss man viermal klonen wegen Arbeit. Das stimmt. Nee, also so ein paar Sachen würden auch von anderen Leuten abgedeckt werden, so ist es nicht. Aber ja, die Abdeckung, damit wären wir selber ja dann auch nicht zufrieden. Extern zum Beispiel, Yuki noch. Genau. Oder ja, weiß ich auch, so Leute wie El Magus könnte man dann nochmal anfragen, wenn was für ihn dabei ist. Oder Dessa zum Beispiel. Der kann gäb, auch. Gäbe einige bestimmt. Ja, ja. Die Sache ist halt jetzt, gerade zu Dezember haben wir schon echt viel mit der Dreamhack und dem Fun-Event und dann auch noch einen Restream da rein zu klatschen, das ist nicht möglich. Ja, genau. Obwohl dann halt quasi die
arbeitet, ein bisschen geteilt wird. Also die Leute auf der Dreamhack, die kümmern sich da darum. Die anderen Leute, die mit der Dreamhack-Organisatorin nichts zu tun haben, die kümmern sich dann um so einen Restream. Aber ja, es ist trotzdem schwierig, weil die Techniker brauchst du ja auch hier dann wieder auf der Seite und die brauchen wir auch bei Dreamhack und das ist schon schwierig, genau. Alles. Genau. Also falls ihr euch jetzt gerade denkt, boah, ich kann auch programmieren und Technikkram oder ich kann irgendwas, was vielleicht German helfen kann, dann bewerbt euch. Mhm. Ist es? Oh, wow. Ich versuche gerade mit einer Hand zu tippen. So, hat geklappt. Na, ja. Ach, ist hier gar kein Link dabei? Unten ist die E-Mail. Wir haben die E-Mail, ja. Genau. Könnt euch sagen, da war doch sonst immer ein Link dabei. Ja, das, also falls ihr das Bock drauf habt, dann. Genau. Könnt ihr das? Also das kann eine formlose Bewerbung sein, also muss hier nicht sehr geehrte Damen und Herren, bla bla. Ne? Hauptsache, ihr bringt irgendwas mit, was wir gebrauchen können. Am besten Butter für wenig Kühlschrank. Ja, genau. Ja, einfach probieren, einfach schreiben so, ja, ich kann das vielleicht für euch machen. Und dann schreiben wir zurück, ja, dafür können wir jemanden gebrauchen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, boah, ich bin, keine Ahnung, Steuerrechtsanwalt, ich kann eure Finanzen machen, dann könnt ihr wenig unterstützen. Wobei, da sind wir im Moment ja ganz gut aufgestellt mit Seed noch zusammen. Klar, aber trotzdem, wer sich immer bewirbt, so. Ja, klar. Also, ginge ja auch. Ich wollte jetzt nur Ich würde nicht Nein sagen. Ich wollte irgendein absurdes Beispiel nehmen, woran man jetzt klar. Nicht denkt. Ich kann auch sagen, so, ihr könnt euch fürs Kommentieren, für die Grafik, Social Media, sonst was bewerben. Mhm. Wir haben genug Leute. Wir haben genug Tätigkeiten, wo Leute uns unterstützen können. Und nein, ihr müsst nicht, wir versklaven euch nicht, dass ihr 12 Stunden pro Tag arbeiten müsst. Ah, 11 Stunden reichen, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ihr kriegt eine halbe Stunde Pause. Ihr bekommt vielleicht ein bisschen Luft zum Atmen und Wasser. Dass ihr euch selber abzapfen müsst aus eurem. Und wenn ihr gewohnt seid, 8 Stunden zu schlafen, wird 4 draus. Ja, genau. Einfach auf Schlafen verzichten, dann habt ihr 8 Stunden mehr Zeit am Tag. Genau, bewerbt euch einfach als Koch für die On-Site-Events, dann kriegt ihr gar keinen Schlaf, weil wir die ganze Zeit was von euch wollen. Wir haben immer Hunger. Vor allem wenig. Was? Was? Klar. Ja. Und das Schedule für die Dreamhack Hannover hat Versuch auch gerade gepostet. Genau. Können wir auch mal reinschauen. Geht er jetzt, oh Gott, 15. war das, glaube ich, ne? Ja. Ja. In 2 Wochen. Genau. Dann seht ihr eine Leute wieder. Ein paar Tage ist dann German offline und dann geht's los mit der Dreamhack. Genau. Hier sind auch ein paar schöne Spiele dabei. Also, ich guck grad, was so mein Highlight wäre. Turtles, Shredder's Revenge vielleicht. Ja, das wäre so mein persönliches Highlight, glaube ich. Turtles. Achso, ja. Pekka. Ja, Pekka ist das große Highlight. Also, wenn es reinkommt. So, das ist nur die Sache. Es ist ein Bonus-Game. Ich habe mir immer wieder überlegt, mich zu bewerben, weil ich einerseits gerne kommentieren würde und Musik machen würde, für beides aber wenig Zeit habe wegen meiner Arbeit, Privatkram. Ist verständlich. Also, was so Arbeit, oder ja, Arbeitszeit, das klingt immer so förmlich irgendwie. Nee, was so die Zeiten angeht, wenn ihr wenig Zeit habt, habt ihr halt wenig Zeit zur Unterstützung. Wichtig ist für uns immer nur, dass wir es im Vorfeld wissen. Wenn jetzt jemand sagt, weiß ich, ja, ich kann hier so ganz übertrieben jetzt mal, ne? Ich kann hier 8 Stunden täglich für German arbeiten, ja, und dann kommt am Ende eine halbe Stunde in der Woche raus, da haben wir dann auch nichts von. Dann lieber von vornherein sagen, ja, halbe Stunde in der Woche, und dann können wir drüber reden. Ich meine, für beispielsweise fürs Kommentieren müsst ihr nicht mal Teil von German sein. Genau. Wir haben auf dem Discord bei uns immer wieder, wenn Restreams anstehen, Formulare, oder ihr könnt auch während des Events, wenn ihr merkt, ah, da ist ein Run, den ich kommentieren kann, auch spontan einfach sagen so, yo, bräuchtet ihr jemanden? Dann checken wir das kurz, ob eure Qualität gut ist, so, und dann passt das. Genau. Also, das ist gar nicht das Problem. Man kann als Externer auch einfach so uns unterstützen. Was wir sehr gut heißen. Ihr könnt uns auch sogar fragen, wenn ihr seht, ah, das ist schon belegt, der Run, aber ihr kennt euch halt voll gut aus. Euch nehmt's niemand krumm. Veni kann auch ein bisschen mehr Pause genießen. Oder ich.
Oder Zauber oder Sif. Sif vor dem. Ja. Ich glaube, im Moment ist Sif tatsächlich der, der am meisten kommentiert. Ja. So gefühlt. Ey, also da fragt gerne nach. Es sei denn, ich stehe zum Beispiel bei Thief drinne, dann wird die Antwort wahrscheinlich nein sagen. Das will ich dann selber machen. Ja, das ist ja, aber das sind halt, ja, das sind Ausnahmen. Ihr könnt immer fragen. Genau. Mehr als nein kriegt ihr nicht von uns um die Ohren kommen. Was bei mir genauso wie Final Fantasy 7, ne? Stimmt, stimmt. Nur, dass Thief halt ein gutes Spiel ist. Wenn mir jemand beweisen kann, er ist besser drin, Spiele wie SpongeBob oder Zelda zu kommentieren, dann gebe ich meinen Platz auch immer. Ich lese das jetzt erst von Total Runs, einfach Catering für die On-Site-Events. Ja, klar. Ich meine, haben wir tatsächlich schon gehabt. Beim ZFM 2019, da hat Wilhelmine, war das, ne? Wilhelminchen. Okay. Die hatte für uns gekocht. Das Ding ist, ich kenne halt keine Run-Guides und die sehr schnell überarbeitet werden, weil immer wenn da neue Strats oder so gefunden werden, das ist gar nicht der Fall, witzigerweise. Wie wir, also zum Beispiel wie ich mich drauf vorbereite auf meine Runs, ist, ich gucke mir halt an, was gerade der Runner macht, so an Tricks. Meistens habe ich Spiele, die ich schon kenne, so, das ist klar. Und dann gucke ich diese Tricks nach und wenn er dann was im Commentary ein bisschen anders macht, dann sage ich so, ja, das ist jetzt halt, was ich nicht kenne. Ich kann aber vermuten durch mein Wissen, was ich habe, so ja. Das ist das Ding. Also, es geht. Das hängt immer vom Run ab. Wenn man neuere Spiele kommentiert, ist das natürlich wirklich schwer, dass da immer mal ganze Sachen überarbeitet werden. Im Zweifelsfall einfach immer irgendeinen Event-Run angucken von dem entsprechenden Spiel oder von dem entsprechenden Run. Idealerweise natürlich irgendeinen Event-Run, der gerade vor kurzem stattgefunden hat. Da wird halt auch immer eine ganze Menge erklärt. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Zeit gequatscht. Wollen wir jetzt ins Setup gerade von Torschul gehen und den nächsten? Ja, genau. Dann, ja, können wir machen. Ja, dann würde ich jetzt sagen, danke fürs Zuschauen von diesem Run. Wir sehen uns dann erst wieder zu DreamHack wieder. Komm, außer ihr schaut bei mir vorbei, lol. Da sieht man mich vielleicht nochmal vorher. Hast du überhaupt Shoutout bekommen? Ja, dann sind wir jetzt mal weg. Danke fürs Zuhören. Nein, ja, nein, habe ich nicht. Gut. Wir hören uns dann gleich wieder bei dem nächsten Run von Toto. Und bis dann. Bye-bye, boy. Bye-bye.